mal wieder. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Da sind wir wieder, Rennaction am Wochenende. Und an meiner Seite habe ich heute den Majestix, grüß dich. Hi, grüß dich, hallo an die Zuschauer. Hi, schön, dass es geklappt hat, dass du heute hier den Co-Kommentator machst. Ja, GEP Masters Lauf 3 haben wir heute auf Interlagos. Ja, und wir beide schauen einfach mal ganz gemütlich zu. Ist ja auch so einer deiner Lieblingsstrecken, Rainer, oder täusche ich mich da? Ich glaube Interlagos. Ja, doch, war eigentlich immer meine Lieblingsstrecke, aber mittlerweile ist dann doch der Red Bull Ring lieber meine Strecke. Ah, okay, ja, das hat sich auch so ein bisschen zu meiner Lieblingsstrecke entwickelt hier, dieser Red Bull Ring. Coole Strecke, war ja, ja letzte Woche, ne? Letzte Woche bin ich gefahren, ja, Platz 3 konnte ich mir sichern. Ja, genau, stimmt, Platz 3 hattest du gehabt. Ich erinnere mich, ist ja noch nicht so lange her. Ja, da war ja der Schulle hier. Bei mir in Köln, da haben wir genau. Das ja zusammen gestreamt, euer Rennen. Und vorher haben wir uns ja noch getroffen, da war es ja noch bei mir. Vorher war ich noch da, genau. Genau. Ah, ich sehe hier gerade die Hornets, den Schulle. Mit neuer Lackierung drauf hier. Die wurde hier frisch gebastelt. Habe ich heute Nachmittag schon gesehen, muss ich mir auch noch runterladen. Ja, einen Abend an alle Zuschauer. Hier im Stream-Chat. So gegen 21.30 Uhr geht's los mit der Qualifikation. Wie die meisten wissen werden, gibt's eine Superpole-Quali, also immer alle beiden Fahrer vom Team quasi alleine auf der Strecke, fahren zwei heiße Runden. Und danach kommt das Hauptrennen, 49 Runden hier auf Interlagos mit ja, zweifacher Reifenverschleiß, zweifacher Benzinverbrauch, 50 Liter Startvolumen oder Tankinhalt gibt's beim Start und Schaden auf schwer. Und als Reifen hatten wir nur die weichen und die mittleren, ne Rainer? So war das. Weich. Richtig, und genau. Mittel, ne?
Genau. Ja, und da gibt es dann den Kampf. Also, ich denke mal, die Reifen, die werden wieder eine wichtige Rolle spielen, wer damit am besten umgehen kann. Und halt die Boxenstopps, ne? 2, 3, 4, je nachdem, wie viel man an die Box muss, das wird entscheidend sein. So sieht's aus. Es ist immer wieder spannend, wie sich das dann nochmal neu sortiert, das Feld durch die unterschiedlichen Strategien. Genau. Ja, HSV-Fan schreibt gerade Prost, Jick und Rainer und er hat ein Bild von sich auf Discord gepostet, soll ich dir sagen? Habe ich gesehen, ja. Sehr schön, danke. Ja, geht schon los. Ich glaube, ich mache ein bisschen meinen Rennsound hier leiser. Ich glaube, der war ein bisschen laut im Hintergrund. Das machen wir noch schnell. Nur so ein Ticken. So. Und die Qualifikation startet, schreibt hier der Schulle. Gehen wir mal ins Vollbild hier rein. Schauen wir mal, So, wer was. darf denn als erstes? Ich glaube, die Tabellenersten starten immer, meines Wissens hier. Gucken wir mal, wer da. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wer ist momentan auf Platz. Jetzt habe ich mir die Tabelle gar nicht mehr angeguckt. Die Bulls, dein Team oder? Ich hab's glaube gar nicht vor Ich Augen. habe es mir jetzt auch gar nicht mehr aufgerufen, aber wir sehen es ja gleich. Quali startet ja jetzt in je ja, jede Sekunde geht's los, sage ich mal. Ja, und Interlagos glaube ich ja auch von vielen Fahrern quasi ja eine der Lieblingsstrecken. War ja von Anfang an dabei, die Strecke wurde auch schon viel gefahren. Genau, Aber ja. ich denke mal, der ein oder andere wird hier trotzdem noch ordentlich trainiert haben, jetzt hier unter der Woche für das heutige Event. Und ja, die Regelung mit dem Zusatzgewicht, die gibt es ja noch. Bedeutet, dass die ersten drei Plätze in der Qualifikation ein Zusatzgewicht bekommen für das Hauptrennen. Der erste Platz 3%, der zweite 2% und der drittplatzierte in der Qualifikation dann 1% Zusatzgewicht. Genau, den 1%, die 1% hatte ich dann auf dem Red Bull Ring. Also das merkst du schon, ne? Ja, wollte ich gerade fragen, hast du schon gemerkt, auch wenn es nur 1% war? Ja, am Reifenverschleiß. Also Ja. Klar, besonders das merkt darin, man ne? schon. Ja. Ja, Brasinho ist auch am Start. Grüß dich, Brasi. Schumi, grüß dich, Schumi. Gruß aus Kerpen, schreibt er. X-Treaty ist dabei. Der Dan ist dabei. Grüß dich, Dan. Maverick, alle am Start. Nixik hat noch Hallo gesagt vorhin. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir auf einen geilen Rennabend. So wie immer. Ich wechsle nochmal gerade hier meine Tastatur. Das war später im Hauptrennen auch die ein oder andere Wiederholung zeigen können. Das könnte von Vorteil sein, ja. HSV-Fan fragt, wie kontrolliert ihr, dass die Gewichte eingehalten werden? Ja, das kann man sehen in der Übersicht. Kann ich eigentlich gerade zeigen. Das geht, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, über die Teilnehmerliste und dann auf Informationen wechseln. Genau, ja, da sehen wir es ja gerade. Dann kannst du dann sehen, also die Fahrzeuge haben ja alle ein Selfmade-BOP. Und ja, ich sag mal, wie haben wir es gleich genannt? Ja, es gibt eine technische Überprüfung, sage ich mal, vorm Hauptrennen, wo dann eine Person, ich weiß gar nicht, wer das heute ist, letztens war es Krabbelgruppe, der prüft dann, ob diese Zusatzgewichte hier bei den, ich sage jetzt mal, betroffenen Fahrern auch draufgesetzt worden sind. Hier in dieser Übersicht kann man das sehen, in dieser Teilnehmerliste. Ja, Krabbel ist Genau. technischer Leiter heute, sehe ich gerade. Der macht auch gerade die Abnahme. Das heißt, der guckt auch in dem Moment noch mal kurz drüber, ob alle Fahrer für ihr Fahrzeug entsprechend Leistung und Gewicht jetzt hier korrekt eingestellt haben. Und nach dem Rennen bzw. nach der Qualifikation prüft er dann, ob auch die ersten drei ihr Zusatzgewicht hier ja mit draufgepackt haben. So, Krabbel schreibt gerade. Wird wohl gerade die Überprüfung beendet haben. Schauen wir mal, ob alles in Ordnung war mit den Fahrzeugen. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte mit dem Selfmade BOP, weil ja dann ja leistungstechnisch, sage ich mal, die Fahrzeuge, ich glaube PS oder KW pro Kilogramm sind die gleich, ne, dieses Verhältnis. Und dadurch wird natürlich dafür gesorgt, dass das Feld sich nicht zu weit auseinanderzieht. Und
Ja, dadurch haben wir natürlich häufig viele, viele spannende Zwei- oder Dreikämpfe im Rennverlauf. War zumindest auch beim letzten Mal, also am Samstag, ziemlich gut. Da hatten Genau, wir ja. echt viele Zweikämpfe vorne, in der Mitte, hinten, überall eigentlich. Man weiß schon gar nicht als Streamer hier, als Zuschauer, wo man da hinklicken soll, weil echt so viel Action abgeht auf der Strecke. Und das ist ja dann schon das Gute, wenn man jetzt zu zweit kommentiert, wie jetzt, dann kann der eine mal vorne schauen, der andere schaut im Mittelfeld und du meldest dich dann einfach, wenn du was Schönes siehst, dass ich Richtig, dahin switchen genau. kann. So wird's gemacht. So, Quali-Start. Technische Abnahme erfolgt, schreibt Krabbelgruppe. Es geht also los. Die Bulls starten jetzt hier als Tabellenerste mit der Qualifikation. Erstmal ganz gemütlich hier die Boxenrunde absolvieren. Und dann, wie wir es ja kennen, zwei heiße Runden. Mal schauen, was fährst du für Zeiten? Bist du jetzt unter der Woche auch ein bisschen gefahren mal oder Ja, was? ich habe mal trainiert, auf jeden Fall. Und was denkst du, was hier für Zeiten jetzt in der Quali zumindest schon mal mit vollem Tank zu sehen werden sein? Ja, Oder das kann sein werden? natürlich auch, Ja. kann natürlich sein, da manche sich diese Prozente nicht noch draufschreiben wollen, dass sie Ja. sich ein bisschen zurückhalten Ja, dass mit den du Zeiten. nicht so die Top-Zeit fahren denkst, ne? Ja. Der Opel-Freund kommt schon leicht raus. Ja. Aber ist ja zum Glück nur die Boxenrunde. Genau. Also ich schätze mal so eine 32, tiefe 32. Okay. Ja. Ja, wir sind gespannt. Also Opel Freund und Randomer von den GP Bulls jetzt auf der Strecke. Das sind ja deine Teamkollegen, Meine Jungs, ja. deine Jungs, ne, die heute fahren dürfen. Und schauen wir mal, was die Jungs heute hier in den Asphalt brennen. Geht jetzt hier gleich auf Start-Ziel für den Opel-Freund und dann heißt es Vollgas geben. Im Normalfall versuchen, eine gute Zeit zu fahren. Außer man taktiert, wie du schon sagst, ne? Dass man sagt, ah, das Zusatzgewicht will ich jetzt nicht 49 Runden mittragen, ne? Ja, aber es wurde ja noch keine Zeit gesetzt. Wir schauen einfach mal, Genau. was da ja jetzt so gefahren wird. Gehen wir mal hier rein. Schauen wir einfach mal onboard beim Opel-Freund rein in die erste Also man kann Runde. ja schon sagen, Platz 4 ist dann wie Platz 1, sage ich mal, ne? Ja, genau, weil Platz Also der 4 der Platz erste. 4 ist sehr begehrt, ne? Ja, der erste Platz quasi ohne Zusatzgewicht, meine ich, ne? Der Genau, erste ja. Platz hinter, ersten drei kriegen ja Und das das Rennen ist Gewicht und natürlich dann. lang, ne? Ja, Das macht sich genau. dann bemerkbar, ne? Das macht sich dann bemerkbar, ne? Wenn du 49 Runden gewichtslos oder ohne Zusatzgewicht fahren kannst, klar. Hi, grüß dich, Kamefis. Und HSV-Fan schreibt, er muss heute Kaffee trinken, weil er Notdienst hat. Das ist natürlich ärgerlich. Kein Reisdorf-Kölsch für den HSV-Fan heute Abend. Muss er mal aushalten. Ja, da muss man mal durch. Die zwei halten viel Abstand zueinander. Ja. Also nichts. Jeder fährt seine Linie. Viel Abstand, kein Ja. Windschatten, Nutzen vom anderen. Dass man sich nicht in die Quere kommt hier in der Quali-Runde oder in den Quali-Runden. Genau. Ja, schauen wir mal auf die erste Zeit vom Opel. Der kommt jetzt hier an der Box vorbei. Gucken wir uns mal an. Du hast gesagt, eine tiefe 33. Ja, ist auch eine tiefe 33, ne? Ah, 32 hat sie gesagt. Okay. 32 hätte ich gesagt. Ja, also eine Ja, aber ich 33,1 denke, haben wir jetzt. wie ich schon sagte, also das könnte wäre zu schaffen, aber ich denke mal, dass sich da jeder so ein bisschen zurückhält, so Ja, ein man hat Angst vor den Pünktchen. Gewichten, ne? Wie du gesagt hast, ne? Ja, da würde ich schon Angst fast kommt sagen, zu. tödlich. Ja. Ja, und vom Randomer haben wir eine 33,9 gesehen. Ja, und die Teams fahren jetzt auch wieder parallel. Schulle hat gerade das nächste Team auf die Strecke gebeten. Die Falcons fahren jetzt los schon mal ihre Boxenrunde, damit wir hier schön fließende Übergänge haben, damit die Qualifikation nicht unnötig lange dauert, sage ich mal.
klicken wir nochmal zum Opel-Freund. Der wird jetzt hier in den nächsten 30 Sekunden seine zweite Zeit setzen. Ist jetzt hier auf Bestzeitkurs. Schneller. Genau. Könnte die 33 vielleicht noch knacken. Nee, super weich werden nicht gefahren, HSV-Fan. Wir fahren jetzt hier nur weiche und mittlere Reifen. Alle anderen Reifen sind gesperrt. Super weich gibt's nicht und hart gibt's auch nicht. Ja. Ja, das ist schon mal gut verbessert, ne? 33er Marke geknackt, war eine 32,8. Auch der Randomer eine 22,885 und sein Teamkollege die 32,865. Also ganz dicht beieinander, die beiden Teamkollegen hier. Ja, Sir Goliath und der Topjing jetzt auf der Strecke von den Falcons hier im Audi R8. Beenden jetzt hier gleich ihre Boxenrunde und dann schauen wir mal, was die Falcons hier für Zeiten hinlegen in der Superpole Quali. Ja, der Audi geht ja auch ganz gut, habe ich gemerkt, beim Trainieren. Ich glaube auch vom Start, ne? Wir starten ja hier im stehenden Start. Und ist er auch gut. Ich meine, der zieht ganz gut weg im stehenden Start. Start wird ja hier übrigens mit dieser Fehlstartprüfung gemacht. Also da heißt es nicht Vollgas geben die ganze Zeit, sondern wirklich die Bremse auch dabei halten. Und dann erst, wenn die Ampel ja quasi ausgeht, darf man losfahren, weil sonst gibt es quasi direkt eine Zeitstrafe am Anfang. Dann bleibt das Auto so ein bisschen gedrosselt. Da muss ich mal ausprobieren, das ist mir noch nie passiert. Ja. Und der Goliath, war gerade auf Bestzeitkurs, hatte lila Zeit, aber jetzt dieser kleine Drift, sage ich mal, der kostet natürlich jetzt auch wieder etwas Zeit. Schauen wir mal. Ja, ist aber im Rennverkehr auch, wenn einem sowas passiert, dann hängt der Hintermann auch schon direkt wieder hinten dran, weil da tut sich nicht viel. Ein kleiner Fehler ist schon so, dass du richtig Zeit verlierst gegen die anderen. Ja, hier haben wir den Topjing nochmal im Bild. Wird jetzt aber gleich nochmal auf den Sir Goliath wechseln, der als erster hier gleich über Startziel kommen wird. Ja, denn heute habe ich den Rainer, den Majestix, als Co-Kommentator, genau. Ja, der Schulle kommentiert hier schon mal mit, aber der muss sich heute mal aufs Rennen konzentrieren, weil es ist tatsächlich schon anstrengend, wenn du streamst, kommentierst und dabei noch hier das Rennen selber fahren musst. Da ist dann hier netterweise der Rainer eingesprungen für den heutigen Abend, damit der Schulle sich da wirklich konzentrieren kann. Ja, zweite Zeit zur Goliath. Ach, Entschuldigung, erste Zeit. 1,34 zeigt er mir hier. 34,6. Und eine 33,7 vom Topjing. War ja die erste heiße Runde, nicht die zweite. So. Genau, ja. Nächste Team könnte jetzt schon rausfahren. Da wird es auch schon geschrieben. Die Eagles. Die Eagles können schon mal los. Ja, und Dan schreibt auch Gruß an alle und viel Erfolg. Ja, wir hoffen auf jeden Fall auf ein geiles Rennen hier. Das wird sicherlich spannend hier. 49 Runden Interlagos ist natürlich auch immer für die Fahrer. Oh, da kommt Topjing. Ah, leider ins Rutschen und setzt die Karre gegen die Wand. Das war es leider mit der zweiten Zeit. Die Runde wird er abbrechen, hat er auch getan. Genau. Bricht er auch direkt ab, ja. Also schauen wir nochmal bei Sir Goliath. Der hat aber eine kleine Zeitstrafe hier von einer knappen Sekunde. So, ich sehe den HSV-Dino schon mit seinem Lambo. Ja. Ist der alleine? Hat er keinen Teamkollegen heute? Ja, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, ob jetzt jemand fehlt. Ich sehe, Patrick ist ja auch da. Der hat ja eben kein Internet wegen Wartungsarbeiten oder sowas. Der ist aber auf der Strecke, beziehungsweise in der Box. Ja, denn 49 Runden werden gefahren. Also ich denke mal so, ja, 70, 75 Minuten oder so, schätze ich mal, müssen die Fahrer hier hochkonzentriert unterwegs sein. Also weit über eine Stunde auf jeden Fall. Ja, Goliath konnte sich nicht verbessern. Eine 38 gefahren. Und jetzt HSV, Dino und 1P auf der Strecke hier im Lambo. Ja, Patrick ja heute auch, oder 1P, wir müssen ja die PSN-Namen sagen, ist einfacher.
heute mit seinem Fanatec Equipment am Start, ne? Premiere quasi fast. Und ja, 210 Kilometer schreibt gerade der Schulle hier im Streamchat. Genau, 210 Kilometer geht's hier heute. Im Hauptrennen. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal eine Strecke von Köln bis hinter Frankfurt, kann man sagen. Das sind 180 Kilometer, also sind schon ein paar Runden. Oh, Krabbelgruppe hat den Raum verlassen. Vielleicht mal joinen kurz. Ja, ja. Aber bis jetzt hatten wir ja Glück bei der GEP Masters. Da hatten wir eigentlich gar keine Probleme jetzt mit irgendwelchen Bugs bisher in den letzten Läufen. Hoffen wir, dass es heute auch so ist. Da ist er wieder, ja. So, und Dino und 1P sind jetzt in der heißen Runde. Schalten wir nochmal zum HSV-Dino, der hier als erster gleich in den nächsten 40 Sekunden über Startziel kommt. Und der Lambo sieht immer gut aus, ne? Von vorne, habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Ja. Wie so ein Raubtier mit den Scheinwerfern. Böser Blick. Ja, den hatte ich oftmals im Rückspiegel jetzt ja, letzte Woche. Das sieht gut aus, ja, wenn du den so hinter dir fahren hast, nehme ich an. Ja. Fühlt man sich gejagt, denke ich mal. Ja. So, wir gucken auf den Dino. Startziel gerade jetzt. Auf den HSV-Dino. Und es gibt hier eine 33.016, genau. So, Patrick noch unterwegs. Bei mir wird gerade lila angezeigt bei ihm. Beste Zeit, schauen wir mal. Oh, da ist er gerade so ein bisschen am Lecken. Ja. Oh oh. Ich hoffe, der 1P hat sein WLAN ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob er zuhört. Das hat er nämlich schon mal vergessen und dann hat er schon mal so ein bisschen Probleme mit dem Ping. Schauen wir mal auf seine Zeit jetzt hier. Sieht aus nach einer 34.968 für den 1P im Lambo. Tigers fahren jetzt auch schon auf die Strecke. Ja, und Dan schreibt auch gerade, starke Performance über 49 Runden, das ist Sport. Im E-Sport gibt es nichts, was anstrengender ist. Ja, das stimmt. Er sagt zum Beispiel Fortnite oder so, kann man mal Pause machen, kann man mal chillen vor der neuen Runde oder in anderen Shootern oder so. Oder FIFA. Aber hier hast du keine Zeit zum Ausruhen in so einem, ich sag jetzt mal, Langstreckenrennen. Außer mal ganz kurz in der Box, diese 20 Sekunden, wo man mal ganz kurz durchschnaufen kann oder mal einen Schluck trinken kann. Da hast du einfach nur so ein. Kannst doch nicht mal auf so Toilette gehen, ne? Ja. Ich hab dann hier noch so einen Lappen liegen, dass ich mir mal eben die Finger irgendwie abputzen kann. Ah ja, als Controllerfahrer so, ne? genau. Ja, so ist es, ne? Und ja, wie gesagt, ja, du kannst ja noch nicht mal auf Toilette gehen, ne? Also da musst du schon eine Stunde vorher nichts mehr trinken oder so. Damit es dann nicht nach 40 Minuten da auf einmal die Blase drückt. Stimmt, ja. Ja, Dino konnte sich nicht verbessern. 33,9. Schauen wir auf den 1P. Ah, ne, der steht gerade. Von 1P. 1P steht leider im grünen Streifen. Und Abflug. Und Chris und JV jetzt auf der Strecke. Hat er auch abgebrochen, also die Zeit bleibt. Die Zeit bleibt stehen, ne? Ja. Ja, nasses T-Shirt, genau. Zum Glück ist der Hochsommer vorbei, Dan, weil, ja, ich denke mal, wenn du bei 28 Grad Raumtemperatur hier über eine Stunde in Rennsitz sitzt oder sowas, das ist schon ordentlich. Das ist dann wirklich Sport, kann man so sagen. Ja, mit Controller geht's ja noch. Also ich fahre ja zwischendurch auch mal mit dem Lenkrad und ja. Das ist schon richtig Arbeit, ne? Ja. Ja, und Brasi fragt gerade, fährst du noch nicht regelmäßig mit dem Lenkrad? Rainer? Nee, also ja, zwischendurch mal so trainieren auf jeden Fall, aber so dann wirklich die wichtigen Rennen, denn da ist immer noch der Controller. Ja, weil du da noch schneller bist oder sicherer oder konstanter oder. Sicherer vor allem, ja. Ja, du bist es ja immer gefahren und auch sehr, sehr schnell. Klar, dann ist diese Umstellung nicht mal so eben in 3 Tagen erledigt, denke ich mal. Oh, der Chris richtig, hier auf Bestzeitkurs sehe ich gerade. Schauen wir gerade beim Torge, beim JV rein. Ist auch auf Bestzeitkurs. Schnell unterwegs hier, die Tigers im BMW M6. Kommt weit raus und oh, ach, konnte es gerade noch fangen. Ja. Hat aber auch eine Strafzeit bekommen. Der JV, also der Torge, ne? Ja, ich.
Ja. Mit Strafe. Die Runde ist dann schon fast in Sand gesetzt. Aber eine hat er noch danach. Schauen wir mal. Ja, und der Also bei schreibt der Strecke Daumen drücken für Chris. Schauen wir mal, was er für eine Zeit fährt. Na, bei der Strecke ist es halt mit den Strafzeiten schwierig, die abzubauen. Also jetzt bei dem Red Bull Ring, da geht das eigentlich relativ schnell. Ne, da hat man ein, zwei Kurven, dann bremst man halt mal voll an, dann ist dann die eine Sekunde, halbe Sekunde wieder weg. Aber hier muss man dann schon wirklich, wenn man wirklich konsequent nur jede Kurve super durchfährt, dann bewegt sich die Strafzeit überhaupt nicht nach unten. Ja. Chris fährt eine 33,6 und der JV eine 36,6. Hat wohl die Strafzeit noch runtergebremst, hat jetzt die Strafe nicht mehr im Gepäck. Kann sich jetzt also nochmal hier auf eine schnelle Runde für ihn konzentrieren. Gehen wir mal kurz Onboard rein beim JV. Und die Kurven, die er jetzt fährt, die finde ich immer so ein bisschen fies. Also manchmal nehme ich sie super und manchmal richtig schlecht. Und wenn du ja zu weit rauskommst, auch hier, wie du auch eben schon gesagt hast, dann diese Strafen, ne? Also die finde ich schwer, die Kurve, Genau. ehrlich gesagt. Das Infield geht, ne? Finde ich, aber diese schnelle Linkskurve, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich bin nicht immer zufrieden. Das ist nicht so bei mir persönlich nicht so im FF drin, so. Weiß ich nicht. Also, oh, jetzt hat er leider wieder eine Ja, schon Strafe so ein. bekommen. Es ist halt Satz so weit raus, ja. Gehen wir nochmal auf Chris. Der jetzt gleich Ja, hier. das ist schon so eine Schlüsselstelle. Ja. Ne, auch wenn man halt auf den Curb ein bisschen drauf kommt, außerhalb, dann kann es auch schon mal sein, dass man sich nach innen wegdreht. Genau. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt aufs Hauptrennen. Das wird echt klasse, da bin ich mir sicher. Schauen wir jetzt nochmal auf die Zeit hier gerade beim Chris. Die zweite Quali-Runde, was er da macht. Ja, konnte sich nochmal verbessern, eine halbe Sekunde auf eine 33,0. Und ja, der JV leider mit Strafe noch im Gepäck. 0,4 Sekunden hat er da. Gucken wir da nochmal hin. Oder wird die dann gar nicht gewertet? Es wird oben drauf Die zählt sich gepackt, dann ne? oben drauf, Ja, genau. 35,2. Konnte sich also hier in der zweiten Runde verbessern. So, jetzt haben wir die nächsten Fahrer auf der Strecke, den Derryman und den Krabbel von den Hawks im BMW Z4. Genau. Und das geht hier zack, zack. Der Schulle schickt schon die Hornets raus. Also quasi sein eigenes Team fährt jetzt los. Auch mein Team. Wenn ich mal fahre, bin ich ja bei den Hornets. Genau, ja. Ja, und eine 34,1 wird mir hier gezeigt vom Derryman. Schau mal, was sein Teamkollege, der Krabbel, der fährt die 33,9 hier mit dem Z4 in der ersten Quali-Runde. Ja, und Schumi schrieb vorhin noch Daumen hoch für Torge und Chris, also für JV und Chris. Und Krabbel hier auf dem Bestzeitkurs über 0,2 Sekunden, lila Zeit. Super. Da bin ich gleich mal gespannt, wer da die Gewichte bekommt. Oh ja, ich habe jetzt mir die Zeiten nicht aufgeschrieben oder so. Ich bin auch gespannt. Ich auch nicht. Bin auch auf jeden Fall Unser sehr gespannt. Opel-Freund ist immer noch, hat immer noch die Ja, beste Zeit. 32,8 vom Opel-Freund, genau. Ja gut, da ist als erster Fahrer ist das natürlich dann, der setzt die erste Zeit und dann rächen sich natürlich die anderen Fahrer ein bisschen danach, ne? Ja, genau. Diese Gewichtsgeschichte dann, ne? Zusatzgewichte. Der hat die beste Zeit und ist dann Erster. Und dann stellt man sich am besten hinten an. Dann hat er schon Stimmt schon. mal seine 3% bis jetzt, ne? Aber schauen wir mal, was die anderen noch so machen. Ob sie schneller fahren oder ob sie auch taktieren oder. Ja, mal schauen einfach. Ist schon interessant auf jeden Fall. Konnte sich nochmal gut verbessern, Krabbelgruppe auf eine 33,5.
Derryman hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Der ist wohl gerade von der Strecke gegangen. Ja, jetzt haben wir hier den Schulle. Also ich muss nochmal sagen, da hat der Maverick echt eine tolle Lackierung gemacht hier für unser Team, für die Hornets. Das gefällt mir super. Gerade auch mit diesen grellen Farben und dann noch diese roten Konturen. Das gefällt mir echt gut, was er da gebastelt hat. Gut. Ja, und Dan schreibt, viele epische Runden ist er hier schon mit dir gefahren, Rainer, auf Interlagos. Oh ja, oh ja. Das war der 100. Kampf, immer wieder der eine oder andere, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zeiten der Hornets. Schulle und Nixig sind ja auch schnelle Fahrer und bin gespannt, ob sie jetzt sagen, ich gebe jetzt hier alles und nehme das Zusatzgewicht mit. Oder wie du schon sagte, ich mache ein bisschen gemütlicher und versuche mich mal so im Mittelfeld einzusortieren ohne Gewicht. Ich bin gespannt. Ich denke auch mal, die werden so auf eine 33,5 werden die so hinausfahren, würde ich mal machen jetzt. 34 vom Schulle und 33,7 vom Nixig. Ja, Dan schreibt, der Jan langweilt sich da oben, ja. Ja, Dan, ich weiß nicht, ob das vorhin, ob du dann schon dabei warst im Stream. Es ist hier so, dass die ersten drei Fahrer, also die drei besten Fahrer in der Qualifikation, ein Zusatzgewicht bekommen fürs Hauptrennen. Der erste kriegt 3%, der zweite 2% und der dritte 1% zusätzlich. Und ja, vielleicht taktiert der ein oder andere Fahrer. Es ist ja jedem gleichgestellt oder offengestellt, wie er das macht. Kann also sein, dass es damit zusammenhängt, dass der Opel jetzt ganz alleine da mit seiner 32er Zeit ist. Oder einfach nur, weil er der schnellste ist, ne? Also das wird sich gleich auf jeden Fall im Hauptrennen dann auch zeigen, wenn die Fahrer wirklich bis ans Limit gehen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, warum die Hornets nicht als erstes gefahren sind, Kamefis, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, vielleicht weil der Schulle hier den Host macht und deswegen als letztes losfährt mit seinem Team. Maverick schreibt es auch gerade. Das wird am Host liegen. Am Hosten liegen. Er hat da schon taktiert, ne? Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Gucken wir mal, was Schulle jetzt fährt. Der kommt jetzt auf die Startzielgerade. Mit 33,1. Und Nico eine 34,5. 34. Also Nico hat sich da ein bisschen weiter hinten einsortiert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Schulle ein Stück weiter vorne mit seiner 33 tief. Ja, Qualifikation ist dann rum. Letztendlich wird es dann so sein, dass jetzt gleich alle im Autopilot auf die Strecke fahren. Und ja, dass man dann in Ruhe hier die Zeiten nochmal gucken kann im Zeitenmonitor. Und dann die Zusatzgewichte draufgepackt werden. Schauen wir mal. Ja, mit dem Gewicht, denn ist wirklich so eine Sache. Das hatte auch eingangs der Rainer erwähnt. Du merkst es halt schon ordentlich am Reifenverschleiß, wenn du da so 1-3% mehr an Bord hast. Besonders hier bei diesem, bei dieser hohen Rundenanzahl. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte dann, ne? Und ich denke mal, wenn du jetzt trainiert hast unter der Woche ohne Zusatzgewicht und musst jetzt plötzlich mit 3% fahren und deine Taktik, deine Strategie geht nicht mehr so auf, deine Boxenstrategie, kann das auch wieder deutlich interessant werden. Also, coole Sache. Schulle schreibt jetzt Autopilot, alle auf die Strecke. Dann können wir den Zeitenmonitor einblenden und nochmal die Startaufstellung dann sortieren. Ja, Reifen und Sprit sind jeweils auf 2. 50 Liter gibt's zum Start. Tankvolumen, schwerer Schaden ist an und nur weiche und mittelharte Reifen. Zeitenliste schmeißen wir jetzt hier auch mal direkt an. Ach, Quatsch, ich muss ja hier reingehen. In den Zuschauermodus. Sorry. So, jetzt haben wir mal hier den Zeitenmonitor eingeblendet.
Das sortiert sich jetzt natürlich erstmal nach dem ersten Sektor. Den Opel-Freund sehen wir jetzt hier schon auf der 1. Der Dino ist auf der 2, der HSV-Dino. Mhm. Und Schulle auf der 3 hat sich da einsortiert. Also das sind die drei Fahrer, die jetzt hier gleich mit ein bisschen Zusatzgewicht zu kämpfen haben. Opel-Freund, HSV-Dino und der Schulle. Ja, ihr seht's ja, ich muss es nicht vorlesen, die weiteren Platzierungen hier. Nee, noch nicht ganz, weil ich sehe, Chris, Topjing, Nico, Rendemar müssen noch den ersten Sektor hier absolvieren. Müssen sich hier mit ihrer Zeit eingliedern. Warten wir da nochmal kurz ab. Ja, denn das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ja, also, ich find's geil, also, ich bin echt gespannt. Das andere kann ich nicht sagen, also. Na, die letzten Rennen, die waren ja alle innerhalb ein paar Sekunden. Ja. Sind die Fahrer ans Ziel gekommen. Und ich denke mal, das wird hier auch nicht anders sein. Denke ich auch. So, der Schulle schreibt gerade, Start ist in 22.05 Uhr, also in 5 Minuten. Schauen wir nochmal auf den Zeitmonitor, der hat sich nämlich jetzt nochmal geändert. Es ist nämlich nicht so, dass der Schulle auf der 3 war, weil der Chris, der musste noch den ersten Sektor absolvieren im Autopiloten. Sind auch noch nicht alle durch den ersten Sektor. Krabbelgruppe schreibt es auch gerade. Der HSV-Dino kriegt 1%, der Randomer 2% und der Opel-Freund 3% Gewicht. Ja, das ist natürlich klar. Die ersten setzen die Zeit und alle stellen sich natürlich hinten dran. Das ist natürlich dann gefährlich. Ja, 22.05 Uhr geht's los. Ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kurze Pause, Rainer. Ja, nochmal kurz durchschnaufen oder nochmal auf Toilette gehen. Und dann geht's, ja, bin ich in 3-4 Minuten wieder da, wenn's hier losgeht, würde ich sagen. Wir gehen kurz in die Pause. Bis gleich. Dann gehe ich auch kurz. Jo.
So, da sind wir zurück aus der kurzen Pause. Rainer ist auch wieder am Start. Ich bin wieder da, ja. Perfekt, ja, dann geht's hier jeden Moment los. Alle Fahrer noch im Autopilot. Wir haben noch nichts verpasst, Freunde. Gleich geht's hier los. 49 Runden Interlagos. Ja, Dan war mal auf der Homepage, genau, können wir auch nochmal erwähnen. German-esport-players.de ist die Webseite. Wer Lust hat, schaut mal vorbei, holt euch ein paar Informationen rein. Foren gibt's auch, wo man sich noch bewerben kann. Also einfach mal vorbeischauen auf der Homepage von der GEP. Ja, Schulle schreibt Start, wir wechseln also jetzt hier ins Vollbild. Wir freuen uns auf ein schönes Rennen. Dann schauen wir mal. Jo, schauen wir mal, was die Schlingel hier fabrizieren. Über eine Stunde, also wir werden bestimmt bis 20 nach 11 fahren. Beziehungsweise nicht wir, sondern die Fahrer. Wir können ja ganz gemütlich uns hier zurücklehnen und zuschauen. Genau. Hat auch mal was, oder Rainer, wollte ich gerade sagen, ne? Wenn du sonst ja viel aktiv mitfährst. Nächste Woche bin ich, glaube ich, wieder dran. Ja, nächste Woche Nürburgring GP, ne? Meines Wissens, ja. Meines Wissens. Ja, das Finale der Testsaison, ne? Danke, Kame, für dein Follow. Ja, Dan, ist unabhängig. Ist eine eigene Veranstaltung hier. So, die Motoren. Dann nehme ich mal den letzten Fahrer. Ja. Und es geht los. Auf geht's hier, Männers. Oh, Chris schon 3 Plätze verloren zum Start. Da kamen die anderen besser weg. Randomer und Opel-Freund auf 1 und 2. Oh, da. Bisschen geschubst. Bisschen gerannt. Aus Faurino ein bisschen den Schulle ein bisschen gestreift. Okay. Nixig auf der 8 aktuell. Ganz enges Feld, logischerweise jetzt hier. Schöne Aufnahmen hier. So, jetzt kommt die Kurve. Alle gut durchgekommen. Schauen wir gleich nochmal nach vorne. Steve und Opel-Freund können sich schon leicht absetzen mit einer Sekunde Abstand auf Position 3. Also die Bulls jetzt hier vorne unterwegs. Dino auf der 3 von den Eagles. Dann ganz enges Feld jetzt hier. Topien, Schulle, Chris, Nixig. Ja, sehr gemischt alles, ne? Ja, das muss ich jetzt hier erstmal sortieren. Aber wenn ich es jetzt richtig sehe... Ne, Dairyman hat einen Heckschaden. Dairyman auf der Position 9 hat einen Heckschaden. Und Sir Goliath hat einen Frontschaden, der ist auf der Position 11 aktuell. Und 1P auf der 12. Der Sir Goliath hat vorne einen Schaden. Und wenn wohl die beiden sich da berührt haben. Vermutlich. Ne? Vermutlich ja. Schau mal gerade hier beim HSV, Dino, über die Heckperspektive auf Topien, Schulle, Chris. Hat Faub einer ganz kleinen Zeitstrafe, bisschen abgekürzt. So, Topien jetzt innen, hat sich gezeigt. Oh, kommt jetzt ins Rutschen der Topien. Ah, dreht sich raus. Topien leider ein Verbremser oder ähnliches gab. Gehen wir mal in die Replay rein. Ja, Topien ist jetzt. Ja, kam leicht in den Drift und dann gab es eine kleine Kollision mit Schulle. Durch diesen Geschwindigkeitsverlust im Drift kam es zur Kollision und da schlägt er leider ein, der Topien. Ja, mit diversen Schäden. Bis auf den Motor. Ja. Ja. Durch den Drift gab es da eine Kollision durch diesen Geschwindigkeitsverlust. Klar, ein ganz enges Feld jetzt hier in den ersten Runden. Jede kleine Ungereimtheit kann hier zur Kollision führen bei dem engen Fahrerfeld. Ja, Schulle hat natürlich vorne dann einen kleinen Schaden. Ja, Schulle mit Frontschaden, genau. Schauen wir nochmal nach vorne. Randomer mit einer Sekunde knapp Vorsprung auf Opel-Freund. Und über 2 Sekunden haben die Bulls jetzt hier schon rausgefahren in diesen ersten 2 Runden. Geht jetzt auf
In den ersten drei Runden, Entschuldigung. Doping fährt aber mit. Doch, er fährt an die Box. Schulle zeigt sich jetzt hier bei Chris. Wir gehen mal an Bord rein beim Schulle. Der ist nur 0,1 Sekunden hinterm Chris. Hinterm Schulle 0,7 Sekunden Luft bis auf Krabbel. Teamkollege vom Schulle, der Nixig, aktuell auf der Position 4. Ja, und Schulle halt, wie du eben schon erwähnt hattest, jetzt mit dem Frontschaden unterwegs. Genau. Und Krabbel, ja, immer noch gut dran, mit unter einer Sekunde. Ich denke mal, gerade im Infield, mit den vielen Kurven, mit defekten Frontspoiler, wird er da wahrscheinlich etwas Zeiteinbußen haben, der Schulle. So, HSV, Dino und Nixig kommen sich da auch schon langsam näher, setzen sich aber auch schon von Platz 5 und 6 ab. Ja, aber es hat sich jetzt so ein bisschen einsortiert hier nach den ersten Runden. Ja, jetzt gibt es immer so kleine zunächst. Zweiertrüppchen. Genau. Ja, und Krabbel kann verkürzen, ja. Krabbel ist schadenfrei unterwegs im Z4 und ist jetzt schon auf 0,4 Sekunden rangekommen an Schulle. Vorhin waren wir noch bei 0,8. Eine Runde zuvor. Da merkt man jetzt das beschädigte Fahrzeug. Ja. Gehen wir mal bei Krabbelgruppe Onboard rein, schauen wir mal. Ah, jetzt kam er nicht so sauber durch die Kurve. Ja, kam nicht so sauber durch. Ja, 0,8 Sekunden. Ja. Und nach dem Rennen haben wir übrigens noch ein Interview mit den ersten drei Plätzen. Die ersten drei werden wir mal einladen zum Interview. Ich sag's jetzt extra nochmal, Rainer, damit ich's nicht vergesse. Kannst du mich zur Not dran erinnern? Mach ich, ja. Ja, da musste ich ja letzte Woche auch mit rein. der schreibt, er würde gerne den Start nochmal sehen. Gehen wir, schade, ich kann nur bis auf zur zweiten Runde zurückseppen. Warum auch immer, ich kann nicht bis zum Start zurückgehen, oder? Ich probiere es nochmal mit einer anderen Taste. Nee, geht leider nicht, denn ich weiß nicht warum. Leider kann ich nicht bis zum Start zurück. Nur bis zur zweiten Runde, warum auch immer. Manchmal hat man diese Bugs in der Replay. Normalerweise geht's, dass man sich den Start nochmal anschauen kann. In dem Fall heute leider nicht. Ja, schnellste Runde hat der Chris momentan. 1:32.233. Ja. Der Chris jetzt... Wenn wir mal gerade auf Bestkurs im ersten Sektor. Ja, der Chris, der... Ja, wie soll ich sagen, läuft jetzt hier auf den HSV-Dino auf, also zumindest verkürzt er hier kontinuierlich seinen Abstand auf die Position 4. Ja, am Start, Dan, gab es auf jeden Fall direkt viele Positionswechsel. Ich glaube, Chris ist auf der 4 gestartet und war nach dem Start direkt auf der 7. Da kamen einige ziemlich schnell weg beim Start. Schade, dass wir es nicht mehr einblenden können. Unsere Krabbelgruppe hat sich jetzt wieder Abstand zum Schulle. Da dürfte auch ja, irgendein 2,5 Sekunden. Kleiner Ausrutscher gewesen sein. Ich gehe nochmal auf den Chris, weil der ist echt schnell jetzt hier unterwegs. Klebt hinterm Dino, auch im Windschattenbereich. Schauen wir mal, ob auf Startziel irgendwas möglich ist hier beim Chris. Grüß dich, Hydra. Schön, dass du reinschaust. Oh, da hat er ein bisschen spät geschaltet, war schon im Begrenzer drin. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet jetzt. Er hat ja noch ein paar Runden. Ja, wir haben ja noch einige Runden zu fahren, 49 Stück gesamt. Ja, auf jeden Fall fair, Dan, kann man sagen. Schöne Rennen, die hier bis jetzt gefahren wurden und dieses scheint auch eins davon zu sein. Schau mal nach vorne, Randomer jetzt mit 2 Sekunden Abstand auf der Position 1 unterwegs in seinem BMW M3.
Opel-Freund auch weiterhin schnell unterwegs auf der 2. Dann der Nixig mittlerweile auf der Position 3. Vorhin war er noch auf der 4. Ist jetzt auf der 3. Eine Sekunde knapp nach vorne, anderthalb Sekunden nach hinten. Und so. Chris ist dran. Ja, schauen wir schnell nochmal hin. 4 und 5. Genau, gehen wir beim Chris nochmal onboard rein hier im Infield. Gucken, ob er jetzt vielleicht einen Positionswechsel einleiten kann. Infield ist eigentlich schwer zu überholen. Ja, ja. Aber vielleicht gleich, wenn wir dann wieder Richtung Start-Ziel kommen. Infield ist schwer, klar, ne? Diese engen Kurven auf jeden Fall. Aber er klebt eben echt am Heck. Na, der kann den natürlich gut mitziehen, ne? Genau. Den Chris. Nach hinten hat er ein bisschen Luft. Der Schulle ja noch mit seinem Schaden unterwegs an der Front. Daher kann sich Dino jetzt hier wirklich komplett nach vorne konzentrieren. Und jetzt kommt er mit Überschuss und Windschatten ran. Schauen wir mal, ob er jetzt links vorbeizieht. Ne, links ist lieber rechts dann wahrscheinlich. Ah, jetzt wird es hier eng. Aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ne. Obwohl. Ne, nicht ganz. Ah, jetzt kommt es hier leicht zur Kollision zwischen Dino und Chris. Aber nichts weiter passiert. Chris jetzt auch vorbei an Dino. Ja. Dino klebt sich jetzt natürlich direkt wieder hinter Chris, um den möglichst besten Windschatten zu nutzen. Zeigt sich auch mal kurz innen. Und schauen wir mal. Schulle ist so, jetzt auch kommt wieder der da. Nixig an Opel vorbei. Nixig an Opel. Opel leicht rausgekommen. Da gehen wir nochmal in die Replay kurz rein hier beim Nixig Onboard. Hier in der 7. Runde. Einmal die Wiederholung zeigen. Ja, Opel kommt etwas weit raus, das kann Nixig nutzen und direkt innen sauber an Opel vorbeiziehen. Also Platz 2 jetzt hier für Nixig. Ja, Hydra schreibt, fragt, ob jemand einen Teamkollegen sucht. Für seine Liga. Keine Ahnung. Ich glaube, die meisten, die zuschauen, haben ihre Teams hier. Aber gut, vielleicht, ja genau. Frag einfach, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen. Ansonsten einfach mal auf unserer Homepage vorbeischauen. German-esport-players.de. Da gibt es Informationen hier über das Event, über die Liga, über den Clan, sag ich mal. Und da kann man sich auch bewerben, wenn man Interesse hat, mal mitzufahren. So, da gab es glaube ich auch gerade eine Berührung. Und zwar hat der Sir Goliath einen Frontschaden und der Dairyman. Ja, das hatten die eben schon, ne? Oder die waren noch nicht an der Box, ne? Da gab es ja schon den Frontschaden beim Goliath. Und Dairyman hat einen Heck. Ah, der Dairyman hat jetzt auch einen Frontschaden. Zuletzt hatte ich nur den Heckschaden bei Dairyman gesehen. Ganz zu Anfang. Ja, fährt aber weiter damit. Da ist was passiert, ja? Die Jungs fahren weiter. Toping auf der 12 aktuell. Jetzt schauen wir mal bei 1P vorbei. Der ist jetzt hier auf der Position 8. War ja vorhin auch auf der 12. Konnte sich also hier schon wieder ein paar Plätze gut machen mit seinem Lambo. 1:33,4 seine persönliche Bestzeit. Und die absolute Bestzeit aktuell noch vom Chris mit der 32,2. So, wie es scheint, kann auch der Nixig jetzt hier auf Randomer verkürzen. Eine Sekunde haben die beiden. Abstand, Platz 1 und Platz 2. Und da bin ich mal gespannt, was die beiden da nachher noch veranstalten. Randomer und Nixig. Beide wirklich mit einem Wahnsinns-Speed unterwegs. Und Randomer ist die letzten Runden 33er Zeiten gefahren, 33,3 und Nixig die 32er Zeiten. Also auch wirklich ein Indiz dazu, dafür, dass er hier weiter seinen Abstand verkürzt. Ja, das sind halt die, was hat er, 2%? Randomer hatte 2%? Ja. Ah ja, genau. Opel hatte die 3, ne? Genau, 3%. Genau. Und HSV Dino ein. Und dadurch kommt nämlich auch der Chris jetzt dem Opel-Freund schon immer näher. Ja, Chris ist da auf der 4, genau. Verkürzt auch, wie du sagst.
auf Position 3 jetzt. So, und der Schulle ist jetzt am HSV, die auch schon dran. Also wir haben immer diese Zweier-Trüppchen. Ja. HSV-Dino ist schadenfrei unterwegs. Schulle, wissen wir ja, hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, hat ja diesen Frontschaden. Aber er ist dann dran, ja, am Dino. Gehen wir onboard beim Schulle gucken. Klar. Dann bleib ich mal oben, Chris und ja, Schuppel. Ich bin bei Dino und Schulle, wie erwähnt. Schauen wir mal über den Heckflügel vom Dino. Auf den Schulle drauf. Und Schulle klebt ihm echt am Arsch, auf Hochdeutsch. Unter 0,2 Sekunden haben wir gerade schon gesehen. Jetzt natürlich super Windschattenbereich. Auf so, Chris und Opel, da könnte es in der ersten Kurve jetzt zum Ansatz kommen. Zum Überholen. Ja. Chris jetzt ja, auf der 3. Das ist vorbei. Gehen wir nochmal in die Replay rein hier bei Chris und Opel, Freund. Die Teleperspektive, schauen wir uns den Zweikampf mal an hier. Und dann außen vorbeigekommen, der Chris. Ja, in dem Moment hat sich hier wieder ein bisschen gestreckt zwischen HSV, Dino und Schulle. Wir konnten jetzt natürlich nicht sehen, warum. Sind jetzt aber auf 0,8 Sekunden. Ja, das haben sich, glaube ich, gerade ein bisschen... bisschen behindert gegenseitig. Ah, okay, das hatte ich nicht drin, weil wir gerade beim Chris waren. Aber Schulle ist schon wieder am Verkürzen. Also ordentlichen Speed, den er hier geht, trotz beschädigtem Fahrzeug. Ja, und der Chris setzt sich natürlich auch direkt ab, hat schon eine Sekunde. Ja, genau, Chris konnte sich gut absetzen jetzt. Ja, und wenn du jetzt mal auf die Reifen schaust, ich zeig's auch mal für den für die Zuschauer. Einmal von Chris die Reifen, ja, und dann, wir sagen ja nichts, falls jemand zuhört, und dann von Opel, Freund, ist schon ein Unterschied zu erkennen. Wie du schon wesentlich eingangs gesagt hast, liegt dann am Gewicht, am Zusatzgewicht. Also da ist schon ein erheblicher Unterschied. Am Tank auch schon, ne? Ja. Es sollte dann in den nächsten Runden, ein, zwei Runden, dann schon die Boxenstopps geben. Ja, ich sehe auch Dino. HSV Dino ist jetzt an die Box gefahren. Schulle fährt weiter mit seinem Fahrzeug. Trotz Frontschaden. Fährt jetzt hier weiter in die 12. Runde rein. Hat jetzt dadurch die Position 5. 1P ist auch an der Box. Und Rendemar und Nixig, ja, sehr, sehr konstant unterwegs. Diese 0,8 Sekunden haben wir immer noch zwischen den beiden. Sehr konstant unterwegs, die beiden. Auch hier werden gleich die ersten Boxenstops erfolgen bei den beiden, nehme ich an. Und dann schauen wir mal, welche Strategien hier gewählt werden, welche Boxenstrategien. Wer da nachher als erstes aus der Box rauskommt. Aber Nixig konnte jetzt hier im Infield nochmal ordentlich Zeit holen. Ist jetzt von 0,8 auf 0,3 Sekunden rangekommen. Hat also eine halbe Sekunde im Infield geholt. Mit seinem AMG. Schauen wir mal, ob die beiden jetzt in die Box fahren werden. Nein, beide bleiben draußen. Beide fahren noch weiter. Die Reifen mittlerweile auch schon gut in Mitleidenschaft gezogen und Nixig zeigt sich jetzt innen. Kommt der Angriff. Angriff kommt und er kommt innen vorbei an Rendemar. Ja, aber der hat die bessere Linie. Klebt jetzt mit 0,1 Sekunden hinter Nixig. Sah auf jeden Fall schön aus. Schönes, faires Überholmanöver hier. Aber Rendemar natürlich jetzt im absoluten Windschattenbereich von Nixig. Bleibt nochmal gerade bei den beiden hier. Ist gerade echt spannend, was hier vorne abgeht. Laut Radar haben wir auch sonst gerade keine Zweikämpfe. Oben rechts laut Karte. Deswegen bleiben wir mal hier auf 1 und 2. Nee. Durch die Boxenstopps hat sich natürlich die Zweier-Trüppchen alle ein bisschen auseinander gefahren. Und da hinten sehen wir auch den Chris schon mal ab und zu im Hintergrund aufblitzen. Der ist hier auch wahnsinnig schnell unterwegs, der Chris.
Ja, Setz Racing, schreibt der HSV-Fan. Absolut. Da hast du recht. Oh, und es kommt hier gleich vielleicht zu einer Überrundung, falls die beiden nochmal durchfahren. Aber ich glaube, die fahren in die Box. Die haben jetzt hier Position 12, den Derryman, vor sich fahren. Ich habe es gerade eben nur gesehen, dass hier die blauen Flaggen geschwenkt werden. Und das sieht nach Boxenstopp aus. Genau, Nixig und Randomer fahren jetzt gerade hier ab in die Box. Der Chris ebenfalls, Opel-Freund auch, klar. Opel-Freund auch. Tank ist leer und Reifen auch schon massiv verschlissen. Schulle wird auch in die Box fahren, kann jetzt endlich seinen Frontschaden reparieren lassen. Krabbelgruppe ab in die Box. HSV-Dino war schon in der Box. Schauen wir mal, wie sich das hier einsortiert. HSV-Dino kommt jetzt hier auf Startziel. Reifen und Tank wieder frisch. War in der 10. Runde in der Box. Das ist natürlich richtig was los jetzt in der Box. Ja, Box ist jetzt richtig Highlife, kann man sagen. Prall gefüllt, die Boxengasse. Und da sieht man schon die ersten Fahrer wieder rausfahren. Oh, und Chris hat es direkt hinterm Randomer. Oh ja, Chris klebt hinterm Randomer. Schönes Feld jetzt hier. 1,2 Sekunden davor der Nixig auf der 1. Jetzt wird es hier richtig, richtig spannend. Ich würde sagen, genau, bleiben wir mal auf dem Dreierfeld hier. Schauen wir uns mal hier den Chris an, in der Verfolgerperspektive. Ja, da werden wir noch spannende Zweikämpfe sehen, da bin ich mir sicher. Echt Wahnsinn, wie eng das Feld hier ist. Wir klicken trotzdem jetzt mal schnell weiter. Opel-Freund auf der 4 und einfach mal schauen, wie es sich hier ein bisschen einsortiert hat nach den ganzen Boxenstops. HSV-Dino auf der 5. Ja. Dann der Schulle auf der 6 aktuell. Entschuldigung, wolltest du was sagen? Ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. Alles gut. Alles klar. Topping jetzt schon mal auf 7 wieder. Ja, genau. Topping auf 7. Der war ja schon... Aber der muss noch, jetzt wieder der in die muss Box. Rein. Der muss rein in die Box. Der war ja schon mal anfangs... Ja, Anfang des Rennens wegen seinem Schaden. Ja, jetzt ist er in der Box. Krabbelgruppe fährt über Startziel, der war schon. Auch wieder interessant, die Tankinhalte von den verschiedenen Fahrern. Wie hier wirklich unterschiedliche Taktiken gefahren werden. Ja, der 1P auf der 8. JV auf der 9. Sir Goliath auf der 11. Und Derryman aktuell auf der Position Nr. 12 und hat hier gute 7 Sekunden Strafzeit mit im Gepäck. Ja, und Dan schreibt gerade drei verschiedene Autos auf Platz 1 bis 3. Genau, richtig. Den AMG, den BMW M3 und den BMW M6 hier von Chris. Genau. Auf jeden Fall gut durchgemischt das Feld. Die ersten drei Plätze konnten jetzt schon ordentlich sich absetzen vom restlichen Feld. Die haben jetzt über 7 Sekunden Abstand auf die Position 4. Man sieht, der Schulle kann jetzt wieder frei fahren. Ist gerade auf Bestzeitkurs. Ja. Schauen wir da mal onboard rein beim Schulleboy. Ja, der nächste hat sich hier aber auch schon wieder geschnappt. Aber auch Schulle über 10 Sekunden Abstand auf die 7. Kann sich jetzt also absolut hier konzentrieren nach vorne, hat sich auch verbessert, eine halbe Sekunde, genau. Wir haben auch eine neue Rundenbestzeit jetzt hier, eine 1:31.8 vom Nixig, sehe ich gerade. Die ist er in der letzten Runde gefahren. Ja, frische Reifen, Tank halb voll. Ich gehe nochmal auf den Schulle, der ist auch wieder auf persönlichem Bestzeitkurs und nähert sich jetzt hier dem HSV-Dino an.
Ja, heute vor einer Woche um die Uhrzeit habe ich ihn abgeholt vom Kölner Flughafen in Schulle und jetzt sitzt er wieder in Berlin und fährt hier heiße Rennen. Die Woche ging rum wie nix. Wahnsinn. Ja, stimmt. Ich wechsle nochmal die Perspektive auf Dino mit Blick auf den Schulle. Schauen wir mal, wann er hier angreifen kann. Ja, wie du ja auch schon gesagt hast, gerade auf Interlagos hat man nicht allzu viele Stellen, wo man gut überholen kann. Jetzt fahren sie nebeneinander, die beiden. Schulle und Dino jetzt hier nebeneinander. Auf Startziel 0,02 Sekunden Abstand. Wahnsinn. Schulle aber innen, ich denke. Ja, er lässt nochmal zurück. Oh. Lässt Dino nochmal ziehen, will jetzt hier keine Kollision oder so riskieren. Keinen Schaden Ja, jetzt vernünftig. einfangen, genau. Besonders nicht nach so nach dem Boxenstopp, dass man da Ja, jetzt kann direkt er aber noch mal. schauen, ob er hier sich jetzt gleich innen Er zeigt. zieht rüber, aber ich denke, das bricht er auch ab. Ja, ist zu gefährlich. Jetzt kommt er aber Ja, mit das sowas kann man auch Überschuss. den Vordermann auch ein bisschen verrückt machen, ne? Das Ja, liegt klar, wenn man auch sich beim mal so Fehler. zeigt, ne? Jetzt kam er mit ein bisschen Überschuss da raus. Ist jetzt auf der Außenlinie, Lino natürlich mit der Innenlinie besser bedient. Aber er klebt ihm jetzt wirklich an der Stoßstange. Da wird der Schulle ein bisschen ins Lenkrad beißen, dass da jetzt nicht die passende Lücke ist, um vorbeizuziehen. Aber jetzt innen, reicht auch noch nicht ganz. Ganz haarscharf, aber es reicht nicht. Wahnsinn, was für eine Anspannung das sein muss. Wenn man hier fast Stoßstange an Stoßstange über den Parcours fährt. Und er zeigt sich auch wieder innen. Und jetzt natürlich der beste Windschattenbereich mit 0,1 Sekunden. Ja, ich denke, jetzt wird er vorbeigehen. Wahnsinnsaufnahmen hier von den beiden. Wie als wenn der Dino den Schulle hier abschleppt mit der Abschleppstange. So kleben die aneinander. Und jetzt Schulle Jetzt außen. sitzt er außen an. Schulle außen. Dino natürlich jetzt die bessere Linie. Jetzt lässt. Oh. Ja, doch, da kann er sich noch vor Dino setzen. Schön knapp überholt. Keine Kollision. Alles gut, alles fair. Aber wirklich Top-Leistung von den beiden Fahrern, hier so enge Gefechte zu fahren. Schauen wir nach vorne. Nixig auf der 1 mit 2,3 Sekunden Vorsprung auf den Randomer. Der Randomer hat jetzt aber den Chris im Gepäck. Meine Güte, überall nur Zweikämpfe. Chris. 0,3 Ja. Sekunden hinterm Randomer. Da auch nochmal onboard reinschauen beim Chris. Ab durchs Infield jetzt hier und schauen wir mal, ob er auf der Startzielgeraden irgendwie über den Windschatten den Randomer von den Bulls sich cachen kann. Wir werden es gleich sehen. Ah, da kommt Randomer in der letzten Passage vom Infield ein bisschen zügiger durch die Kurven. Kann sich wieder ein bisschen frei fahren von Chris. Ja. Also erstmal keine Gefahr jetzt hier auf Startziel. Ich blätter nochmal komplett durch. Derryman auf der 12. Befreund alleine. Kriegt die blaue Flagge geschwenkt. Der hat nämlich den Nixig hinter sich, der Derryman. Ja, Sir Goliath auf der 11 mit Frontschaden und Aufhängung vorne links und vorne rechts beschädigt von seinem Audi R8. Ist aber in der letzten Runde in der 16. seine persönliche Bestzeit gefahren mit der 33,1. Ja, dann Toping auf der 10, relativ dicht hinter JV. Halbe Sekunde dahinter. JV auf der 9 dementsprechend von den Tigers. Dann 1P auf der 8. Der kann hier in Ruhe gerade seine Runden drehen. Der hat nämlich Platz nach vorne und nach hinten. Die letzten Oh, Runden. Jig. Ja? Ah, wollte gerade kam gerade zu einer Überrundung, ist aber geghostet das Auto. Ah, okay. Ne? Der Derryman hat sich da ein bisschen verschätzt in der Kurve, ist aber geghostet, also der Nixig ist Achso, wir gehen nochmal in die Replay rein. zweit auf Aber ist nichts. Ja, Derryman kam in den Drift. Der kam ein bisschen mit dem Heck über den Curb weg und ist dann so quer über die Strecke gedriftet. Und dadurch der Ghost Ja. dann. Normal ist das Ghosting beim Überrunden ja deaktiviert, aber da jetzt quasi am Rutschen war, ging der Ghost zum Glück an. Das hätte böse knallen können.
Und Nixig ist auf jeden Fall durch ihn durchgefahren. Also wenn er kein ja, Ghosting gewesen hätte, hätte es das geknallt, hätte ja. geknallt. Aber man konnte es in der Wiederholung nochmal gerade gut erkennen, von der Onboard-Perspektive von Nixig, dass der Remain da einfach ins Rutschen kam. Und Ja, man dadurch. merkt auch, der Randomizer ist jetzt nur noch eine halbe Sekunde dahinter. Ja. Rende mal wieder an Nixig dran. Und auch Jetzt der haben wir Chris. drei. Haben wir die Top 3 ganz beieinander, ne? Ja, Top 3 ist dicht beieinander. Gut, der Freund ist ganz alleine unterwegs. Zieht seine Runden. 32er wird langsam zu einer 33er. Die Reifen gehen langsam runter. Ja. Kann richtig sehen, immer weiter runter. Die Zeiten. Und der Randomer klebt jetzt am Nixig. 0,2, 0,3 Sekunden hier im Infield. Jetzt hat er natürlich Glück, dass er da mit den sich ein bisschen ziehen lassen kann. Ja, das auf jeden Mit seinem Fall. Gewicht. 2% hatten wir gesagt, ne? Hat Randomer Zusatzgewicht bekommen. Genau, Wenn ich ja. mich richtig erinnere. Opel 3, HSV Dino 1 und Randomer 2%. Ja, Steve sieht Ja, wieder Land, genau. Schule kann sich ganz gut absetzen vom HSV Dino. Ja, hat sich auch ein bisschen frei gefahren nach Und vorne und hinten. macht jetzt auch ganz, ganz langsam Bahn zum Opel-Freund. Also ist leicht am Verkürzen, ne? Ja. Ich schaue aber nochmal nach vorne jetzt. Auf diesen schönen Zweikampf hier zwischen Nixig und Randomar. Ist halt die Frage, wie viel Zeit kostet nachher dieser Zweikampf? Kann das Chris für sich nutzen, um noch weiter aufzuschließen? Weil der Chris ist ja auch nur 1,2 Sekunden hinterm Randomer. Der kann sich das schön in Ruhe angucken, Der ja. kann sich das anschauen. Aber da treffen natürlich dann zwei Fahrer aufeinander, Top-Fahrer, die sich auch mal breit machen können. Oh, wir haben da Da mal leicht kam das ins Heck so ein bisschen, Schwingen ne? gekommen. Ja, konnte das Fahrzeug zum Glück fangen. Hat noch nicht mal so viel Zeit gekostet, klebt immer noch am Heck von Nixig. Wahnsinn, da fährst du so viele Runden und klebst hier Stoßstange an Stoßstange. Also echt hohe Beanspruchung hier für die Fahrer bei so einer langen Fahrzeit. Wenn man da so viel in den Zweikämpfen hängt. Und ich persönlich als Gelegenheitsfahrer werde dann auch immer ein bisschen nervös, wenn ich merke, ah, da klebt mir jetzt einer unter einer halben Sekunde am Arsch, ne? Und jeder kleine Fehler könnte ausreichen, dass er mich überholt oder dass es sogar zum Unfall kommt, ne? Klar, da fehlt bei mir dann die Routine, weil ich da zu selten fahre. Das würde ich, glaube ich, gar nicht schaffen, hier so konstant zu fahren unter diesem Druck, sage ich mal, den man dann Ja. hätte. Das finde ich schon krass. Ja, letzte Woche am Red Bull Ring hatte ich ja auch, also ich war kontinuierlich nur am Kämpfen. Ich hatte ja wirklich immer wieder irgendjemanden, der um mich rumgefahren ist. Überholmanöver, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe achtmal oder so jemanden überholt. Oder der mich wieder. Ja, und der kleinste Fehler, ne? Also ich war auch nachher echt über mich selber überrascht, dass ich das komplett durchgezogen habe, Ja, ohne ja. irgendwelchen großen Fehler. Ja, ist schon top bei der runden Zahl, ne? Ja. So ein bisschen kann sich Nixig Ja, jetzt wieder frei fahren mit über einer Sekunde. stimmt, ja. Aber wenn wir nochmal unkommentiert so auf den Verschleiß der Reifen schauen, tun sich ja da auch wieder leichte Unterschiede darstellen, sage ich mal. Hier sehen wir es nochmal kurz. Minimal. Minimale Unterschiede sehen wir da schon. So, ich blätter nochmal. Also Chris, ja, Chris kann auch wieder ein bisschen jetzt hier verkürzen. Eben mal bei 1,2. Chris kommt jetzt auch auf unter einer Sekunde hier ran an Randomer. So, der Opel-Freund kommt jetzt auch zur Überrundung vom Derryman. Ja. Opel-Freund auf der 4 innen vorbei. Derryman macht schönen Der. Platz. Schauen wir mal Schulter nochmal. Der ist auf der Position 5 aktuell. In der 14. Runde seine Bestzeit gefahren, seine persönliche mit der 32,2. Dann HSV Dino auf der 6 hier im Lambo zu sehen. Hat auch schön Platz nach vorne und hinten. Krabbelgruppe auf der Position 7, gefolgt von 1P auf der 8. Toping auf der 9. JV auf der 10.
kommt hier gerade auch sehr weit raus. Das wird eine dicke Zeitstrafe geben. Auch er hat, glaube ich, sichtlich mit den Reifen zu kämpfen. Zergoliat auf der 11, ja, weiterhin mit seinem Frontschaden und den beiden Aufhängungsschäden. Da wird das Lenkrad ordentlich schief stehen, falls er Lenkradfahrer ist. Derryman auf der 12. Ich schaue nochmal zu Chris. Chris ja wirklich heute auch wahnsinnig schnell unterwegs. Es liegt ihm, glaube ich, auch sehr gut, diese Strecke. Ja, der hat, glaube ich, diese Woche Urlaub gehabt und hat ordentlich geübt. Ja, trainiert. Ja, ja. Ja, man merkt es also auf jeden Fall. Also, ne? Der lässt sich hier überhaupt nicht abschütteln von den ersten beiden. Im Gegenteil. Klingelt jetzt gleich hier wieder beim Randomer an der Tür. Eine halbe Sekunde nur. Abstand. Ja, Dan schreibt auch, auf Fehler kannst du bei den beiden ersten lange warten. Das stimmt, die sind sehr konstant unterwegs, die beiden. Schauen wir nochmal auf die Zeit vom Schulle. Oh ja, Schulle hat gut verkürzt. Zuletzt waren es, glaube ich, 4 Sekunden auf Opel Freund, jetzt nur noch 2. 4,8 letztens. Ja, Schulle kommt da echt jetzt nah dran. Ist auf jeden Fall, wir können ja mal auf die Rundenzeiten gucken. Schulle die 33er Zeiten konstant gefahren, so mittlere 33er, tiefe 33er ist auch dabei. Und Opel Freund war zuletzt mit einer 34,7, 33, 34, da schwankt es ein bisschen. Also wir sehen es natürlich auch hier anhand der Rundenzeiten, dass Schulle verkürzt. Und jetzt ist er schon auf 1,7, 1,8 Sekunden. Also auch hier wird es wahrscheinlich, ich denke mal in der übernächsten Runde, zum Zweikampf kommen. Ja, wenn man sich da die Reifen anguckt, da ist dann doch schon ein größerer Unterschied. Ja, zwischen Opel und Schulle. Hier schauen wir nochmal auf die Reifen vom Opel. Und jetzt switche ich nochmal rum. Oder um auf dem Schulle. Sieht man natürlich Unterschiede durch das Gewicht. Oh, da kann der Opel in Drift ein bisschen. Ja. Oh ja, das kann Schulle jetzt gut nutzen zum Verkürzen. Ja, da kommt die Zeit direkt zack, zack runter. Also unter einer Sekunde. 08. Ja, nach Boxenstopp sieht es noch nicht aus. Wobei Opel natürlich echt mit den Reifen zu kämpfen hat. Er hat zwar noch ein bisschen Sprit für ein paar Runden. Aber ich vermute fast, also ich würde es mir überlegen, da doch schon Boxenstopp einzulegen bei den Reifen. Aber schauen wir mal. Ja, es kommt darauf an, wie viel Stops man eingeplant hat. Ne? Da muss man natürlich dann seine Runden fahren. Oh, da ist jemand in die Box gegangen. Ja, Chris, ich glaub, der Chris ist an der Box. Mhm. Ich würde schon fast sagen, dass es beim Chris nach einer Vier-Stopp-Strategie schon fast aussieht. Ja, zweiter Boxenstopp bei Chris. Und die beiden jetzt hier nebeneinander, Schulle und Opel. Opel innen. Jetzt wird's hier richtig eng. Stoßstange an Stoßstange geht's hier durch die schnellen Passagen. Bin mal gespannt, ob Schulle jetzt einen leichten Überschuss hat und jetzt die Innenlinie wählt. Ne, Opel fährt relativ mittig. Schulle jetzt außen. Opel innen. Ja, kann er nochmal abwehren. Kann er noch abwehren. Klar, wenn Schulle jetzt die Innenbahn ergattert hätte, hätte das wohl gereicht. Da vorbeizuziehen, auch aufgrund der besseren Reifen einfach. Jetzt guck mal ins Infield, da hat er eigentlich, würde ich schon fast sagen, ein bisschen Ruhe. Weil da kann man schwer überholen, außer man setzt die Brechstange an. Überholen ist schwer, Opel muss halt schauen, dass es ihn nicht zu weit raustreibt mit seinen Reifen. Vielleicht die Möglichkeit für Schulle mal innen dann anzusetzen, bis jetzt sieht es aber nicht so aus, ist halt einfach auch zu gefährlich. Ja. Ja, jetzt Schulle ganz innen jetzt. Ja. Oh, dann berühren sie sich aber. Leichte Berührung. Leichte Berührung. Schulle noch knapp dahinter. Ja, ich glaube, er hat ein bisschen abgebremst und ihn nochmal wieder. Hat ihn nochmal ziehen lassen, ne? Ja. Ja. Also echt am Limit unterwegs, die beiden. Das gibt schwitzige Hände. Jetzt Schulle außen.
Nase an Nase hier über Start, Ziel. Ja, mit dem Opel Frömm macht er dann außen nicht. Also da muss er schon innen ansetzen, dass er da überholen kann in der Kurve. Ja. Ja, Chris reiht sich direkt dahinter. Chris dahinter, ein. Ne? Frisch in der Box gewesen. Jetzt glaube ich auch gleich noch mit. Auf jeden Fall. Frische Reifen. Frische Reifen, die beiden Schulle und Opel haben wir jetzt schon ordentlich im Verschleiß. So, Schulle nochmal innen. Renn doch mal auf 5, dann war der wohl an der Box. Ja. Ja, ja, Chris ist jetzt da, gar keine Frage. Frisch bereift, natürlich hier mit einem super Vorteil. Schöne Aufnahmen hier von den dreien. Und Schulle jetzt vorbei an Opel, Freund. Ja, kommt aber, glaube ich, weit raus. Ja, aber hat gereicht. Mal kurz beim Chris on board rein. Klar, der Chris jetzt hier mega Vorteile mit seiner Bereifung. Gerade hier im Infield auch, mit den engen Kurven. Muss er, glaube ich, schon ordentlich Rücksicht nehmen. Ordentlich vom Gas gehen. Da hat er natürlich riesen Überschüsse jetzt durch seine Bereifung alleine schon. Na gut, da wird jetzt halt ein bisschen aufgehalten, aber ich denke, der Opel-Freund, der muss. Ich denke auch, eigentlich muss er rein. Ne? Wir können noch mal ganz kurz gucken auf seine Reifen. Klar, die Tankuhr blinkt Schulle jetzt auch. Also ich glaube, die fahren jetzt, ja. Die beiden fahren rein. Nee, Chris hat jetzt freie Bahn. Ja doch, Schulle kommt auch noch rein, genau. Sei beide erst rein. Beide in der Box. Ja, dadurch jetzt Chris aktuell die 1. Genau, aktuell dadurch Platz 1. Randomer kommt aber direkt von hinten. Mhm. Auch schon, ja, der kommt direkt ran. Da purzeln die Hundertstel. Schauen wir mal. Auf dem Rente mal hier. Nixig an der Box. Oder? Nixig ist kommt. Doch, es ist nee, aus Nixig, der Box noch. Nixig fährt auf der 1, ne? Hat sich auf. Ja, da kam aus der Box raus. Mhm. Und hat sich doch noch vor beide gesetzt. Ja, hat sich doch noch davor gesetzt. Eben war ja Chris kurzzeitig auf der 1. Aber auch nur halbe Sekunde, also immer noch ein schönes Dreierfeld hier. Ja. So, Randomer, da hat dann aber auch schon wieder 18,5 Sekunden auf den Opel-Freund Vorsprung. Wie sind denn Schulle und Opel-Freund aus der Box gekommen? Da können wir nochmal schauen. Ja, auch relativ knapp, einer halben 0, Sekunde. 6. Ne? Ja, 0,6 nur. Ja. Also da geht der Zweikampf hier nach dem Boxenstopp direkt weiter. Ja, aber der ist jetzt halt ein bisschen schneller, ne? Frische Reifen, getankt ist jetzt auch nicht kein großer Unterschied. Hier, die beiden eine sehr identische Taktik, kann man sagen. Und ich switch nochmal rum. Ich glaube, der ganze Feld hat diese Taktik, also. Ja, ja, vorhin habe ich auch mal Fahrer gesehen, die wirklich mit vollem Tank aus der Box kamen, wo andere nur drei Viertel hatten. Hm. Nach dem ersten Stop. Ja gut, das ist eigentlich ein bisschen uninteressant. Du schleppst das ja mit dir rum, ne? Du musst ja zwar nicht tanken, aber du bist die dann Zeit... Dann hast du auch dein Zusatzgewicht, ne, quasi. Genau. Ne? Schleppst halt die ganze Zeit mit dir rum. Die Zeiten werden sind halt immer ein bisschen schlechter. Durch das Gewicht. Und über die Hälfte des Rennens sind schon um. Es geht wieder wahnsinnig schnell um die Zeit hier bei den spannenden so, Zweikämpfen. So, Schulle sitzt an. Schulle innen und zieht ja, vorbei. Ich sag ja, wenn, dann muss er innen ansetzen. Ja. Opel-Freund, glaube ich, ein bisschen abgekürzt. Schulle jetzt vorbei. Zeitstrafe geholt. Jetzt hat er natürlich, gut, den Opel erstmal noch im Nacken, Windschattenbereich und nach vorne 19 Sekunden. Müsste jetzt also schauen, sich irgendwie den Opel-Freund hier vom Nacken wegzuschaffen, aber der lässt sich nicht abschütteln, der hängt dran am Schulle mit 0,1 Sekunden. Ich klicke nochmal schnell nach vorne. Nixig auf der 1 mit ja, 1,9 Sekunden auf Bestzeitkurs auch gerade unterwegs. Der Chris auf der 2 hat den Randomer im Gepäck. Knappe Sekunde. Ja, und dann das Feld Schulle-Opel-Freund, was wir gerade schon eine Zeit lang im Bild hatten, weil es einfach mega spannend war, hier die Zweikämpfe. Dann Krabbelgruppe auf der Position 6 hier, ich sag mal alleine unterwegs. HSV-Dino auf der 7, Turping auf der 8, 1P auf der 9, also hinten keine Zweikämpfe, da hat sich das Feld ordentlich gezogen. JV auf der 10 fährt auch alleine, Sir Goliath
auf der 11 und Derryman auf der 12. Also hinten sehr gezogen, sehr gestreckt das Feld. Aktuell zumindest. Und vorne dann doch sehr eng gestaffelt hier. Wir sehen es ja gerade schon wieder hier, der Randomer, der jetzt am Heck vom Chris klebt, sag ich mal. Auch da nochmal onboard reingucken. So, Schäden gibt es momentan keine. Alle okay. Sauber, die Autos. Alle sauber, ja. Ja, Dan schreibt, Christian fährt einen guten Schuh. Das auf jeden Fall, das kann man sagen. Der ist sehr flott unterwegs. Auf jeden Fall eine schöne Dreierkonstellation hier nach diesen 28 Runden, gleich 29. Aber das Dreierfeld, ja, kann sich leicht absetzen auf Schulle, auf Position 4. Eben waren wir so bei 19 Sekunden, jetzt sind wir gleich bei 20 Sekunden. Randomer auch gerade persönliche Bestzeit gefahren mit der 32.2. Klar, ist jetzt hier auch gut im Windschattenbereich vom Chris. Ja, ich glaube, der lässt sich ein bisschen ziehen. Da kann man ein bisschen Benzin durchsparen. Ja, genau. Ein bisschen Reifen auch. So, jetzt gibt es gleich wieder eine Überrundung. Platz 11. Ja. Ah, genau. Randomer ist aber dran. Randomer ist dran. Langsam wird es ihm zu bunt. Ist die Frage, wo reicht es nachher, wo ist der Moment? Chris kämpft gut um Position 2. Sehr konstant jetzt hier. Kann auch wieder ein bisschen Raum gut machen. Hier im Infield. Ein kleines BMW-Duell. Nervig gut drauf sein, cool drauf sein. Ja. Wenn so ein Langer mal hinter dir. Ja. Ja, das war ja das, was ich vorhin ansprach, ne? Dass man dann doch irgendwie nervös wird, wenn man da so einen schnellen Fahrer da, oder auch generell, ne? So über viele, viele Runden da einen so am Arsch kleben hat, sag ich mal, ne? Da muss man versuchen, Ruhe zu bewahren. Ich benutze gar nicht erst den, also ich fahre ja die Position, die Kameraposition, wo man das Auto von hinten sieht. Ah ja, stimmt. Da hat man ja keinen Rückspiegel. Ich müsste dann quasi, um hinten zu gucken, extra L1 drücken. Wenn du mal ist vorbei. Ja, der Chris hat ordentlich noch abgebremst. Der hat da Platz gelassen, ganz gut. Gehen wir nochmal on. Ah, ich kann schon wieder nicht die Replay weit genug zurück machen. Schade. Replay geht leider nur bis auf Runde 18, wenn ich den Marker setze. Ja, kann man leider keine Replays mehr machen. Ich verstehe es nicht, diese Bugs immer bei der Replay. Die fällt jetzt leider aus. Aber da hat Chris nochmal ordentlich die Bremse angetippt, damit Randomer innen sauber vorbeiziehen konnte. Er hat jetzt wohl gemerkt, dass Randomer irgendwie schneller ist und hat dann fairerweise ihn da, sag ich mal, durchziehen lassen, damit es hier nicht zu gefährlichen Zweikämpfen kommt. Ich denke mal, der Chris, der ist schon Platz 3, ist der schon glücklich mit. Gehe ich von aus, ne? Also ist ja eine super Leistung hier auf jeden Fall. Da geht's ja besser, auf jeden Fall. Ne, wenn ich jemanden so hinter mir habe, dann gucke ich wirklich gar nicht mehr nach hinten. Dann gucke ich nur auf die Zeit, den Abstand, was da hinter mir hat. Zeit. Also wenn dann so langsam 0-3 ist, dann kann ich schon damit rechnen, dass er quasi schon fast neben mir ist. Ja, ja, genau. Dann hat er auch voll den Windschattenbereich von dir. Ja. So, Nixik hat den Sir Goliath überrundet. Penalty zeigt er jetzt plus 0,0 an beim Nixik. Ja, hatte ich vorhin auch mal gesehen irgendwo bei einem anderen Fahrer. Jetzt ist es weg. Jetzt ist er wieder clean. Ich bin noch mal gerade auf dem Schulle, weil ich mal gucken wollte, wie weit der Abstand, sage ich mal, zum Podium ist. Und er konnte jetzt auch wieder von 20 Sekunden auf 18,5 Sekunden verkürzen. Schauen wir mal, was da also noch passiert. Also die 18, die waren jetzt schon die ganze Zeit. Okay, weil vorhin, wo ich zuletzt drauf war, waren es noch so 19,8. Jetzt sind wir schon auf 18 glatt.
Also er kommt allmählich ran, aber klar, der Abstand ist trotzdem noch groß. Aber wir haben ja auch noch einige Runden zu fahren. Schauen wir einfach mal, was da noch so passiert. So, Nixtick hat jetzt den JV vor sich. Hat aber 3,5 Sekunden auf Randomer. Aber das kostet jetzt hier ein bisschen Zeit. Gerade hier im Infield ist es ja auch mit dem Überrunden oder auch sich zu überrunden lassen gar nicht mal so einfach. Hat auch gerade Sir Goliath noch überrundet, also da hatte Nixtick jetzt gut mit Überrundungen zu tun. Zeit auf Randomer schrumpft deswegen jetzt auch zwischen den beiden. Schauen wir jetzt mal auf Randomer, der jetzt hier zwei Überrundungen vor sich hat. Ja. Nur noch 1,9 Sekunden zwischen Nixtick und Randomer. Klar, war jetzt schwierig mit dem Infield. Vielleicht hat Randomer jetzt die Möglichkeit, gleich auf der langen Geraden die Überrundungen durchzuführen. Die beiden sind auch im Kampf, ne? Ja, das ist es, ne? Das ist es halt. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Du musst... Oh, oh Gott! Oh, da hat es aber geknallt. Ich kann ja die Replay nicht mehr machen, aber da kam, wer war es? Goliath oder was? In den Drift. Und da haben sie sich leider jetzt gegenseitig erwischt. Da wurde es zu eng. Jetzt haben sie... Oh ja. Ja, Sir Goliath hat eigentlich noch Glück gehabt, nur vorne leichten Schaden. Ah ja, aber JV hat es erwischt. JV ist platt, die Karre. Ja, ich glaube, da kam, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, Sir Goliath ins Rutschen, ne? Und ist dann in JV reingekracht. Das. Oder war es umgekehrt? Oder ist JV in den Drift? Das, der Sir Goliath ist hinten ausgebrochen und ist dann links rüber in den JV rein und... Mhm. Ja. Und den dann quasi noch in die Wand gedrückt, ne? Ja. Der ist ringsrum platt, der Wagen. Das war heftig jetzt. Ja, schade. Auf jeden Fall. Da war, aber es war auch eine richtig schwierige Situation, wie du schon gesagt hast. Die beiden sind im Zweikampf und dann kommen noch zusätzlich die Überrundungen dazu. Das hat man selten, ne? Das hat man selten, ne? Zweikampf das, auf den hinteren also Plätzen plus so Überrundung. Gesehen, das ist schon krass. Ja. Gut, dass jetzt im Random mal nichts passiert ist. Ja, hätte natürlich auch passieren können, dass im Rahmen der Überrundung noch was passiert wäre. Dass ein führender Fahrer auch noch verwickelt. Das wäre dann natürlich richtig krass gewesen. Aber gut, das gehört dazu. Es ist Motorsport hier, ne, sag ich mal. Und ja, heißes Rennen. Aber trotzdem fair. Ich meine, Unfälle passieren. Er kam halt ins Rutschen, er kam in den Drift. Was soll er machen, ne? Es ist halt passiert. Und ja. Ja, da war ein bisschen schnell. Ist dann außerhalb auf den Curb. Ja. So, Chris auf der 3 weiterhin. Schulle jetzt nur noch 17,5 Sekunden dahinter. Schauen wir einfach mal auf die Rundenzeiten. Chris fährt die 33er, zuletzt 34er Zeiten und Schulle die 33er und 32er Zeiten. Ist also etwas schneller unterwegs hier. Schauen wir mal, wie weit er sich hier noch ranpirschen kann an die Position 3. Aufs Treppchen, sage ich mal. Schauen wir einfach mal. Wir haben ja noch ein paar Runden. 16, 17 Runden sollten es noch sein. Einfach mal gucken. Kann sich auch ein bisschen absetzen vom Opel-Freund. Jetzt 2 Sekunden. Vorhin waren sie mal so bei 1,2. Ja, Maverick schreibt, da hätten die beiden zurückstecken müssen. Ja, vielleicht waren sie so fokussiert im Zweikampf, dass sie es nicht so hundertprozentig mitgekriegt haben. Ich weiß es nicht genau. Wir stecken da nicht so drin. Aber ist auf jeden Fall schade, dass der Zweikampf dann so enden musste. Schauen wir nochmal weiter. Krabbelgruppe auf der Position 6 hier. Konstant unterwegs, führt hier 33er, 32er Zeiten. HSV-Dino auf der 7. Den HSV-Dino hätte ich eigentlich ein bisschen weiter vorne gesehen, muss ich ehrlich sagen. So Top 5 oder so. Taktik, ne? Oder so, ja klar. Ne? Kann natürlich auch sein, ne? Dass sich das nachher nochmal alles neu sortiert. Ja, ja. Man sieht's. Mhm. Ja. Da bin ich gespannt, wie er sich da gleich noch am Ende des Rennens positionieren wird. Schauen wir mal. Topping auf der 8. Hat Platz nach vorne und hinten. 1P auf der 9. Sir Goliath, ja, haben wir ja eben gesehen, auf der 10 hat hier den Front- und den Aufhängungsschaden. Derryman aktuell in der Box. Gibt nochmal ein bisschen Sprit und Reifen. Ja, und Torge, also JV, jetzt durch den Motorschaden auf der Position Nummer 12. Rundenbestzeit wurde in der 27. Runde gefahren vom Nixtick mit der 31.735.
ist jetzt vorne relativ alleine unterwegs. Knappe 3 Sekunden Abstand hat er auf den Randomer. Ja, jetzt Schulle auf Chris nur noch 16,7. Ja, das geht pro Runde eine Sekunde, also, kann man sagen. Häppchen für Häppchen. Häppchen für Häppchen, genau. Pro Runde eine Sekunde, reimt sich fast. Und ja, ist halt ja, die Frage, wie viel braucht er da noch? Die Rundenzahl. Was haben wir noch? 15 Runden circa? Das könnte am Ende mega eng werden zwischen Chris und Schulle. Außer die beiden fahren jetzt eine ganz andere Strategie. Aber wir schauen mal gerade drauf, ganz unkommentiert wieder auf Reifen und Sprit von Chris. Einmal kurz hinschauen und dann mal auf den Schulle. Reifen und Sprit jetzt vom Schulle. Ich sag einfach mal nichts, falls einer zuhört von den Fahrern. Einfach mal auf sich wirken lassen. Ja, schauen wir. Das wird, glaube ich, noch interessant. Auch wenn es gerade noch nicht so aussieht. Aber wir haben ja noch ein paar Runden da. Das könnte ganz eng werden zwischen Chris und Schulle. Also ich hatte gerade schon mal gesagt, der Chris könnte auf einer Vierstopp-Strategie unterwegs sein. Kann mich aber auch täuschen. Ja. Ich bin echt gespannt. Das müssen wir also auf jeden Fall im Auge jetzt halten. Bis jetzt kann man ja ruhig sagen, es sind alle Fahrer von Anfang an auf den Rennweichreifen unterwegs. Also die mittlere Reifenwahl ist bis jetzt noch nicht gefallen. Ja, allerdings sieht man im Zuschauermodus immer nur die Reifen, die zum Rennstart gewählt worden sind. Also wenn jetzt einer zwischendurch mal auf Mittel gewechselt hat, können wir das leider nicht sehen. Ach so, okay. Im Zuschauermodus siehst du immer nur die erstgewählten Reifen. Das stimmt, ja, hast du recht. Na gut, das ist auch noch ein bisschen schade, ne? Ja, das ist schade. Als Kommentator, als Zuschauer, dann könnte man vielleicht gucken. Wäre interessant, welche Reifen sind tatsächlich da drauf, ne? Wer weiß, vielleicht fährt ja jemand hier mit mittleren Reifen. Wir können es halt leider nicht sehen. Zu Anfang kann man natürlich auch auf der Vorderachse andere Reifen machen als auf der hinteren Achse. Und bei Boxenstopp wird dann halt wieder das ganze Auto komplett gleich bereift, ne? Ja, ja, klar. So. Ja. Kann man auch. Ja, und Dan schreibt auch, beide müssen noch rein. Ja, definitiv. Ja, müssen alle noch mal rein. Ja, fast alle. Es gibt, glaube ich, schon welche, die haben ordentlich vollgetankt. Ja. Ja, aber ich glaube, da halten die Reifen nicht. Also das wäre uninteressant, dann wirklich die Reifen bis den kompletten roten Bereich zu fahren. Da bin ich gespannt. Gucken wir mal, wann die in die Box fahren. Chris und Schulle. Ah, ich denke mal so 36, 37. Runde, ja. Ja, der Chris wird nicht mehr lange brauchen. Nee, alle nicht, denn. Also die hinteren Plätze, die haben gut getankt zumindest. Kann man jetzt hier sehen. Ich klicke nochmal gerade durch, da kann man das sich nochmal anschauen. Aber es gibt doch einige, wo der Tank und die Reifen nicht halten werden. Also wir werden noch viele Boxenstops sehen. Vielleicht muss man dann jetzt nur noch mal die Reifen wechseln. Oder so, ne? Spart dann vielleicht 5 Sekunden durch das Nicht-Tanken. Ja. Möglich ist es. Ja gut, aber das schleppt er die ganze Zeit mit sich rum, ne? Ob das 5 Sekunden dann ausgemacht hat, jetzt die ganze Zeit das Gewicht rumzufahren, weiß ich nicht. Chris geht rein. Chris geht rein. Chris an die Box. Schulle wird sicherlich noch durchfahren. Erstmal zumindest. Gehe ich mal von aus. Will die Reifen bestimmt noch ein paar Runden mitnehmen, bevor er dann seinen finalen Boxenstopp macht. Ja, und der Dan schreibt es gerade. Der schreibt gerade das, was ich gedacht habe. Beim Dino ist es interessant. Genau. Er schreibt genau das, was ich gerade gedacht hatte. Ne? Wenn man sich da mal so dieses Verhältnis anschaut von Reifen zu Tank, ist das absolut anders als bei den restlichen Fahrern. Und mal schauen, wie er sich das zunutze machen kann und ob. Da sind wir auf jeden Fall gespannt beim Dino, wie sich das hier jetzt nachher in den letzten Runden für ihn noch einsortieren wird, von der Position her. Krabbelgruppe ist auch in der Box. Wird vom HSV-Dino auch überholt. Topien kommt jetzt auch hier auf Start. Nee, fährt auch in die Box. Ja, da ist der Tank auch ratzefatze leer. Guck mal, was also 1P macht. Oh, 1P hat einen Fahrzeugschaden. Front und Aufhängungen vorne links und rechts beim 1P. Kriegt die blaue Flagge geschwenkt.
Hat, glaube ich, den Nixig hinter sich, wenn ich es gerade... Ja, hat Nixig hinter sich. Schauen wir mal, er wird bestimmt jetzt in die Box fahren. Gehe ich mal von aus. Mit den Schäden am Fahrzeug. Und ja, macht er auch. Also 1P fährt nochmal in die Box. Und Nixig direkt hinterher. Der muss nämlich auch nochmal ran. Bisschen Sprit holen und Reifen. Randomer fährt auch in die Box. Also die letzten Boxenstops werden jetzt hier eingeleitet. Schau mal, was der Schulle macht. Da blinkt allmählich auch die Tankuhr. Ja, denn ich bin auch gespannt, was der Dino da macht. Ach, Schulle fährt nochmal durch. Schulle fährt nochmal durch, will dann zu Ende des Rennens die besseren Reifen haben als seine Mitstreiter. Bin nochmal gespannt. Opel Freund an der Box. Schulle jetzt auf der 1 erstmal, weil er durchgefahren ist. Also sehr interessant, wie unterschiedlich taktiert wird. Ah, nee, da kommen die anderen schon raus, sehe ich gerade. Genau. Nixig ist schon raus. Aber Randomer geht auf die 4. Ja, genau. Randomer 4. Blaue Flagge. 1P jetzt da mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Hat den Randomer jetzt hinter Chris sich. Ist aber, glaube ich, der Chris ist, glaube ich, fertig bis zum Schluss. Ja, Chris. Ich denke auch, dass der Chris da jetzt nicht mehr reinfährt in den nächsten 11 Runden. Der wird sich da genug mitgenommen haben. Ich weiß nicht, wie lange halten denn die Reifen erfahrungsgemäß auf Interlagos bei Faktor 2, die Weichen. Ich denke mal, so nach 7, 8 Runden merkt man das schon stark, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Und wir haben noch 11 Runden. Dann hast du noch mal so einen Nullpunkt, wo die jetzt nicht mehr richtig schlechter werden, aber dann werden die teilweise noch mal so ein Ticken besser eine Runde, aber dann ist wirklich richtig Schluss. Und der Chris hat natürlich jetzt ein oder zwei Runden war er jetzt früher drin, der wird auch dann die Reifen ein, zwei Runden früher platt haben. Ja, klebt jetzt auch am Schulle, klar, weil er ganz frisch unterwegs ist hier. Schulle fährt jetzt auch Schulle rein. Ab in die Box, letzter Boxenstopp wahrscheinlich, außer es passiert noch was, was wir natürlich nicht hoffen. So, Nixig auf der 1 mit 4,5 Sekunden auf den Chris. Beide ja, wie wir eben gesagt haben, in der Box gewesen. Randomer auf der 3 war auch ja an der Box schon. Ja, Schulle steht gerade in der Box, fährt gerade wieder raus. Schauen wir mal, HSV-Dino ist jetzt hier mit Opel-Freund im Gepäck unterwegs. Auch da nochmal interessant zu sehen, schaut euch... Oh, Opel-Freund jetzt innen vorbei. Ich wollte gerade sagen, schaut euch die Reifen an. Auch kleine Unterschiede zu sehen. Und Opel Freund jetzt auf der Position 5. In dem Moment. Das ist der HSV Dino nämlich schon wieder weiter vorne. Ja, Schulle hat sich auf der 4 einsortiert. Circa 17 Sekunden auf Randomer. Da hat sich nicht so viel getan jetzt nach den Stops, klar. Also sind sie schon ähnliche Strategien gefahren. Beziehungsweise Boxenstrategien, ähnlich haben sie hier angewandt. Aber der HSV Dino war noch nicht an der Box. Nee. Da bin ich gespannt, ob er da... Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dass er durchfährt. Vom Tank her ja, aber reifentechnisch ist er nachher Tank auf der Felge unterwegs sonst. Ja. Das, Gut, wenn er klarkommt, ich meine, den Platz 6, den kriegt er danach nicht nochmal, wenn er in der Box an die Box fährt. Naja. Jetzt hat er natürlich 11 Sekunden auf dem Krabbel nach hinten. Ja. Aber die sind dann weg. Die sind nach dem Boxenstopp weg. Ja. Ist jetzt die Frage, wie viel Zeit verliert er jetzt nachher, rein. Ne? Ah, geht rein. Dino geht rein, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Wir bleiben mal auf Krabbel. Aber klar, wie lange dauert der Boxenstopp? Bestimmt 18 Sekunden. Ja gut, er wird nicht tanken, ne? Er wird nicht tanken. Er ist ja auch schon wieder raus. Er ist ja wieder raus. Ja, packen die Reifen nicht, schreibt er. Genau. Krabbel vorbei, JV. Ne, wen seht ihr da? Achso, das sind die Überrundungen. Goliath. Ja, Krabbel hat zwei Runden oder zwei Runden auf der Reifen. Schauen wir mal, Krabbel, Dino. Jetzt wird's hier ganz eng. Krabbel und Dino. Uiuiui. Da konnte Dino noch vor Krabbel raus aus der Box. Ja. Aber ganz knapp.
Ja, es waren 11 Sekunden ohne tanken. Also mit tanken ist, glaube ich, Ja. je nachdem wie viel, Er hat jetzt genau die 11 Sekunden 16, gebraucht. 18. Den Abstand, den Ja. er vorher hatte auf Krabbe. Kommt hin. Gut, nach vorne, denke ich, ist aber dann nichts mehr zu machen. Nee, da haben wir über 14 Sekunden auf Opel Freund. Nach vorne. Ich klicke auch noch mal kurz durch. Nixig auf der 1 weiterhin. Fast 5 Sekunden hat er jetzt hier auf Chris. Der Chris auf der 2. Ich glaube, hat sich auch wieder ein bisschen frei fahren können. Vom Randomizer, sage ich mal. Diese 2 Sekunden. Ich glaube, das war vorhin noch ein bisschen enger. Schulle auf der 4. 18 Sekunden auf Randomizer. Da wird sich jetzt auch nichts mehr tun. Außer es passiert unerwartet irgendwas Blödes, was Fieses. Wir wissen es nicht, wir haben ja eben Ah. gesehen, ne? Selbst beim Überrunden kann mal was schief gehen. Und je nachdem, was da passiert. Also das Rennen ist erst zu Ende, wenn alle über die Ziellinie gefahren sind, sage ich mal. Schauen Also ich wir guck mal mal. jetzt auf der Karte gerade mal, was der Nixig so vor sich hat. Also ich denke mal, da wird keiner mehr überrundet. Ah, okay. Also Er haben die ist Fahrer zu weit Luft. weg. Ja. Ich denke schon. Das ist halt das Interessante beim Überrunden, wenn das Ghosting deaktiviert ist, dass das auch noch ein ordentlicher Faktor ist, der da mit beispielt. Klar, die Überrundungen laufen immer fair ab, aber ne, es kann halt auch mal eng werden. Und gerade auch auf so einer Strecke, gerade hier im Infield oder so, finde ich es ja auch für den Überrundenden, also der überrundet wird, schon mal schwer, wie reagiere ich jetzt, wo mache ich jetzt Platz und so. Da kann es auch noch mal Missverständnisse geben oder so. Ist schon, denke ich mal, stellenweise eine heikle Angelegenheit. Aber da haben wir ja bisher nur gute Sachen gesehen. Klar, heute gab es einen Unfall, aber das war einfach nur, weil das Heck ausgebrochen ist. Aber ansonsten läuft Ja. das ja immer gut ab. Ja, bisher hatten wir jetzt auch keine Beschwerden, die eingereicht worden sind bei den ersten Rennen. Ich denke, heute wird das auch nicht. Ich habe Also der nichts eine gesehen, ne? Unfall. Ja, was jetzt Ja. unfair war, habe ich nicht gesehen. Das waren höchstens Ja. Rennunfälle. Aber wir sehen nicht alles, Das war ein aber Rennunfall, ja. bis jetzt ja wirklich vorbildlich immer alles gewesen in den Rennen. Und Nixig baut noch weiter aus. Fährt hier konstant seine 32er Rundenzeiten. 31,7 war ja seine Bestzeit. Ich weiß es nicht mehr, in der 24. Runde oder so war es, glaube ich. Ja, schauen wir mal, ob der Random mal den Chris noch Ja, bekommt. 1,7 jetzt. 0,3 Sekunden hat sich der Randomer da nochmal dran gepirscht. Und wir haben noch ein paar Oh, Runden. jetzt waren es ganz kurz 2 Sekunden. 2-1. Also dafür, dass der Christen etwas früher, ich glaube 2 Runden, war früher an der Box als der Randomer. Ja. Dann merkt man schon wieder, dass die paar pro 2%, ne? Ja, auf jeden Von Fall. der reifentechnisch tun sie sich jetzt nicht mehr viel. Gerade bei der Länge des Rennens, ne? Weit über eine Stunde wird ja gefahren. 1,15 wahrscheinlich. So, Derryman habe ich hier gerade noch mal ein Bild. Auf der 12 kriegt die blaue Flagge, hat einen Heckschaden und einen Aufhängungsschaden hinten links. Dann der JV auf der 12. Der wird, denke ich mal, mit den Reifen auch noch mal in die Box müssen, sonst wird es hier bisschen schwierig mit den Reifen. Die sind zur Hälfte weg. Sir Goliath auf der 10. 1P auf der Position Nummer 9. Toping auf der 8. Auf der 8 im Audi R8. Krabbelgruppe auf der 7. Keine Zweikämpfe jetzt hier. Dino, HSV Dino auf der 6. Ja, Toping nochmal in der Box. Also sonst keine Zweikämpfe. Das heißt, wir bleiben nochmal ein bisschen hier im vorderen Feld, wo es ein bisschen enger ist. Ja, Schulle auf Opel Freund mittlerweile schon über 5 Sekunden. Ja, nach hinten hat er auf jeden Fall jetzt Platz. Aber auch nach Oh, vorne. Joe. Da hat jemand die Lobby verlassen. Nee, das ist kein Fahrer gewesen, der kam so rein. Ach so, stimmt. Der kam eben rein, Ja. ist wieder raus.
Ich dachte schon. Nee, kein Disconnect zum Glück. Ja. Da haben wir ja bis jetzt in den GEP Masters Events noch keine Probleme gehabt mit Lobby Bugs oder Disconnects. Ja, vorhin schon gesagt, ja. Läuft alles reibungslos. Läuft alles super, ne? Immer alles genau nach Zeitplan, kann man sagen. Ja. Ja, oh, Randomer und Chris, eine Sekunde auseinander nur noch. Oh ja, okay. Ich gehe mal beim Randomer Onboard rein und gehe mal ganz kurz aufs Klöchen. Ja, mach das. Bin sofort wieder da und nach dem Rennen gibt es ja noch ein Interview mit den ersten drei Fahrern. Da denken wir dran, aber schauen wir erstmal. Wir sind auf Randomer drauf und ich bin in einer Minute wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Oh, und wende mal verkürzt weiter auf den Chris. Ja. Ja, der hat aber auch schon wieder leichte Internetprobleme. Schlüpft ein bisschen hin und her. Wer, der Randomer, oder? Ja. Ja, hoffentlich passiert da nichts in den letzten Runden, dass er da irgendwie... Richtig, ja. Noch ein Disconnect hat. Wir haben es eben angesprochen. Bis jetzt lief alles gut. Schauen wir mal. Ja, Schulle weiterhin konstant auf der 4 mit 32er Rundenzeiten. Aber auch der Abstand nach vorne bleibt konstant. Wenn du mal fährt 32er, 33er Zeiten. Nixig jetzt 5,2 Sekunden Abstand. Vorsprung, sag ich mal. Eine Stunde und 11 Minuten sind die Fahrer jetzt hier auf der Strecke. Wahnsinn. Topjing jetzt hier hinter Derryman. Könnte also auch gleich hier eine Überrundung geben im Infield oder kurz danach vielleicht. Den WZ4 gegen den R8. Und da kommt da innen vorbei der Topjing. Derryman macht schön Platz. So konnte Topjing wunderbar durch. Random mal halbe Sekunde. Oh ja, da blättern wir mal schnell wieder nach vorne. Da haben wir wirklich die Zweikämpfe weiterhin. Also echt. Ich denke mal, der Random mal lässt sich ein bisschen ziehen. Oh, ich glaube, jetzt ging sogar eine Strafe. Ist noch weit rausgekommen. Kam weit raus, ja. Ja, ich glaube, er hat Glück gehabt. Aber wir haben ja echt übers ganze Rennen hier im vorderen Feld konstant diese Zweikämpfe, kann man sagen. Sehr enges Feld. Aber auch hinten haben wir Zweikämpfe gesehen, zwischenzeitlich. Aber aktuell ist hier der Kampf um die Position 2, sag ich mal. Das engste Duell, was wir so sehen können. Geht jetzt auf hier in die 47. Runde. Also noch 3 Runden dann zu fahren. Ich glaube, der Randomer, der wartet noch ab, bis die letzte Runde sperrt sich ein bisschen Sprit und das kommt da schon ganz schön nah. Er ist auf jeden Fall da. Komm, wir gehen mal onboard rein nochmal beim Randomer. Und dann noch besser beim Chris einfach mal über den Heckflügel schauen.
Da sieht man auch schön den Schriftzug der Tigers. So 0,26. Genau. Randomer ist da. Das wird jetzt hier richtig spannend. Oder ist schon spannend. Wahnsinn, ne? So eine lange Zeit unter so einer Anspannung hier zu fahren. Ja. Auch immer wieder interessant, wie die Fahrer unterschiedliche Linien wählen. Bei Randomer sehe ich schon mal, der setzt immer gern weit von außen an hier im Infield. Habe ich jetzt schon öfter gesehen. Wo andere dann mehr auch außen fahren, aber nicht ganz so weit über den Körper. Ja, der kennt natürlich jede Strafzone, bevor es kurz bevor es eine Strafe gibt. Bevor es klingelt, da kann, ne? Ich noch genau. Genau. Aber Chris verteidigt Position 2 sehr gut. Kam jetzt auch ein bisschen schneller hier raus. Auf Startziel. Reifentechnisch sind sie ähnlich unterwegs. Ja, man sieht schon einen Unterschied. Ja, einen leichten Unterschied sieht man. Aber jetzt keinen massiven. Und ja, jetzt Randomer hat gut Schwung gehabt jetzt. Der Chris, da kann ich glaube ich sagen, der hat schon die Tanklampe an, leicht, ne? Ja. Hat er nochmal abgebrochen, hat sich innen kurz gezeigt und abgebrochen. Ja, Tanklampe blinkt zwar beim Randomer, aber wir haben ja nicht mehr viel. Anderthalb Runden nur noch. Das sollte passen. Und durch den Windschatten, wie du ja auch schon mal gesagt hast, spart er ja auch ein bisschen Sprit. Ja. Ja, und Dan schreibt, mein Herz ist für Christian, der Kopf für Steve. Gibt alles beide, super Jungs. Und die Leistung von Christian kann ihm keiner nehmen. Ja, auf jeden Fall super Leistung hier. Definitiv. Das kann man schon sagen, auf jeden Fall. Und der kann sich weiter gut behaupten. Hat jetzt nochmal auf eine Sekunde wieder. Gerade eben waren wir bei einer Sekunde. Die schenken sich hier nichts. Und jetzt geht's gleich rein in die letzte Runde. Eine Minute 15 sind wir schon. Eine Stunde 15 Minuten sind die Fahrer schon auf der Strecke. So, jetzt wird es aber nochmal richtig spannend. Jetzt muss der Randomer, wenn er es will. Jetzt muss er kämpfen, sag ich mal, ne? Jetzt muss er den Moment finden. Wenn es dann dazu kommt. Ob er dann den Überschuss. Wenn er jetzt so den Windschatten nutzen, mit einem leichten Überschuss, kam er schon. So, Chris jetzt innen. Chris bei Kampflinie. Oder? Nee, ja. Jetzt wieder außen. Jetzt. Beide außen. Wahnsinnsrennen. Nachher nur mal gucken, dass wir die Zieldurchfahrt vom Nixig noch einfangen. Aber es ist ja echt Wahnsinn, was hier zum Schluss noch geliefert wird. Von den beiden geboten wird. Unglaublich. Tigers gegen Bulls. BMW-Duell M6 gegen M3. Tolle Show, die ihr hier abliefert. Das muss man sagen. Ja. Jetzt hat der Randomer wirklich nur auf die letzte Kurve und den Rest der Zielgerade. Ja. Um da noch irgendwas zu machen. Unglaublich. Die letzte Chance jetzt auf Startziel. Aber Chris, nee, flott unterwegs. Und das ist zu groß der Abstand, schätze ich mal. Ja, das schafft er nicht. So, wir schauen ganz cool durchgezogen. Schauen auf Nick, der fährt hier die Position 1 ein. Glückwunsch, Nick, zum ersten Platz. Dann Chris mit 0,169 Sekunden dahinter, der Randomer auf der 3. Wahnsinnsgeiles Finish, Leute. Echt krass, 0,169 Sekunden. Dann der Schulle, der jetzt hier auf Startziel mit einem soliden Platz 4 für die Hornets hier. Nach 49 Runden unter Lagos durchs Ziel kommt. Kumpelfreund bringt eine Zeit mit, aber die kann er sich erlauben. Ja. Dahinter sind
Hinter kommt der HSV, Dino über 9 Sekunden Abstand zum Opel-Freund. Opel-Freund 5, genau. Glückwunsch auch an dich. Dann HSV-Dino mit dem Lambo auf der 6. Krabbelgruppe haben wir jetzt im Bild hier im BMW Z4. Wird hier mit Position 7 das Rennen beenden. Dann Toping auf der 8. Und der Chris, der wird hier schon gefeiert im Stream-Chat. Mann des Tages, schreibt der Schumi. Ja. Und Maverick schreibt, Nixig gewinnt die Fahrermeisterschaft. So, Toping auf der 8, 1P auf der 9, auf der 10 der Sir Goliath, auf der 11 der JV und auf der 12 der Derryman. Ja, Glückwünsche werden hier ausgesprochen. Kamefis schreibt, super gefahren, Glückwunsch an Nico. Hier sehen wir auch nochmal. Ist um 7 Positionen aufgestiegen hier im Rennen. Ist die schnellste Runde gefahren. Gehen wir nochmal ins Rennergebnis eben rein. Nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen hier. Wahnsinn. Beste Rundenzeit 1:31.735. Da ist gerade mein Bild davor. Das sieht man jetzt gar nicht. Können wir hier nochmal kurz zeigen. Da sehen wir es nochmal. 1:31.735 in der 27. Runde von Nixig. Wahnsinn. Und 1 Stunde 17 Minuten ging das Rennen. Nicht schlecht. Ich mach mal Party-Einladungen jetzt. Hab ich grad vor, aber kannst du. Oder ach so, ja, okay, dann mach du. Dann brauche ich hier nicht im Stream durchs Menü rumswitchen. Den Schuller hatte ich, glaube ich, schon eingeladen. Den hatte ich vorher schon mal gefragt, ob er Bock hat auf ein Interview. Dann hätten wir Nixig, Chris, Randomer. Und ich glaube, der 1P hatte vorher auch gesagt, er würde nochmal gern was sagen. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Einfach mal alle einladen. Gucken wir mal, wer Bock hat, okay, reinzukommen in den Stream. Schauen wir einfach mal. Ja, danke, Dan, für dein Feedback. War echt ein geiles Rennen. Hat Spaß gemacht. Und die Zeit ging so schnell rum. Unglaublich. Jig Mav. Lad mal Maverick auch ein. Ich glaube, er will auch rein. Vermute ich mal. Lad einfach alle ein. Dann sind wir gleich 14. Ein wunderschön. Schulle. Da kommt schon einer. Mal den Nick und. Habt ihr den Nick und Steve schon eingeladen? Ah ja. Bin dabei. Majestic, der Rainer ist dabei. Fleißig Einladungen am Versenden. Hallo, ich könnte nur vorschlagen. Ach so, weil du. Ah, okay. Und dann muss ich hier doch kurz hin. Ich muss einladen, genau. Einladen. Vorgeschlagene Spieler. Chris, Maverick, Nixig, Randomer zulassen. Gut, jetzt gleich sollte es losgehen. Ja, was ein Rennen. Was sagst du, Schulle? War ordentlich. Also ich hatte ja, glaube ich, hab da mitgekriegt, ordentlich viele Zweikämpfe gehabt. Gerade in der ersten Abend. Hälfte des Rennens. Guten Abend, grüß dich. War nicht ohne, war anstrengend. Glaube ich. Hätte ich den Frontschaden nicht gehabt, dann hätte ich vielleicht noch bei Steve und Chris ein bisschen mitmischen können. Ja, da hattest du ja am Anfang mit dem Fahrzeug was zu kämpfen, ne? Also mit dem Frontschaden zu kämpfen zumindest. Ja, der hat mir eine Sekunde gekostet auf der Runde ungefähr, der Frontschaden. Ja. Aber in der Box wäre auch nicht aufgegangen. Also wir haben hin und her überlegt in der Partie. Und naja, was soll ich sagen? Ja, war geil. Grüß dich, Steve. Ja, grüß dich, Steve. Grüß dich, Chris. Alle am Start. Und da ist er, der erste GP-Fahrermeister. Nick, ja. Der Nick, der Fahrermeister. Ja, ich hatte, der Maverick hat es ja eben schon geschrieben im Stream-Chat. Fahrermeister. Ja, danke. 28 Punkten. Glückwunsch. Mit 28 Punkten, okay. Ja, war ein geiles Rennen. Also gerade auch vorne wieder richtig viele Kämpfe. Eigentlich fast kontinuierlich waren da unter den ersten drei Plätzen, ersten vier Plätzen immer zwei Kämpfe, kann man so sagen. War echt ordentlich, ne? Wenn du mal hast, natürlich ein bisschen mit dem Gewicht wahrscheinlich auch zu kämpfen gehabt. Wir haben es auch schon mal so an den Reifen gesehen. Ja, da ist der Abrieb natürlich dementsprechend hoch und ja, das Auto will nicht mehr so wie im Training, natürlich. Ein ja, schwerfälliger das Ganze und sowieso mit dem Verschleiß da ein bisschen, war Kampf, aber ja, hat noch gereicht. Ja, bei Opel Freund konnten wir es auch gut beobachten, dass da wirklich der Verschleiß schon massiver und früher eingesetzt hat, logischerweise. Ja, und hat ordentlich zu kämpfen. Ja.
Nee, war ein geiles Rennen, auf jeden Fall. Und Zweikämpfe, wie gesagt, immer mal wieder, auch hinten und im Mittelfeld. Aber gerade zum Schluss hatten wir dann vorne richtig Action. Da wurde es ja dann auch nochmal richtig knapp hier bei euch. Platz 2 und Platz 3. Chris hat Parole geboten. Ich habe alles, ich habe nass geschwitzt. Ich habe alles gepusht, was ging, aber die Reifen waren durch. Was ja, konnte ich denn machen? Gerade dann ja, in der Reihe. Ja, wirklich richtig geiles Mega Rennen gemacht. Richtig, ja. Ja, also ich musste hart kämpfen. Ich habe gestern den ganzen Tag trainiert. Mhm. Aufgrund des hohen Gewichtes des Fahrzeuges habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Leistung. Aber gerade deswegen habe ich trainiert, möglichst reifenschonend zu fahren. Und ich weiß nicht, wie der Reifen von mir zu Steve aussah, aber das war schon... ich habe ihn ab und zu immer mal gemerkt, dass er mal ganz kurz mal angeklopft hat, dass er noch da ist. Und zu Nico, ich bin daher kein Risiko mehr gegangen. Es hat sich immer so ein paar Hundertstel nach vorne oder hinten, es war immer so Pi mal Daumen, so die 5 Sekunden, aber ich wollte dann auch nichts mehr riskieren. Also es wäre auch nicht mehr gegangen. Also die Reifen waren so, da hätte ich mich weggeschmissen. Ja, ich habe immer direkt nach dem Stop halt gepusht und dann habe ich es halt beobachtet ein bisschen. Genau. Ja, auf jeden Fall, anstrengend, denke ich mal, ne? Eine Stunde 17 Minuten ging's ungefähr. Ja, das ist sehr, schon eine Hausnummer. Also pitch nass, aber Interlagos ist natürlich meine Haus- und Hofstrecke. Man lebt ja davon, fehlerfrei zu fahren. Ich glaube, wenn man wenig Fehler macht, hat man hier immer gute Chancen, vorne zu landen. Ich habe auch Glück gehabt, mehrfach, also am Anfang. Ich habe ja meine Quali versaut, jetzt lachen wieder alle, aber das ist nicht so gelaufen, wie ich das geplant hatte. Würde ich jetzt auch sagen. Nein, Gott. Natürlich war das Ziel, nicht Erster zu werden, aber ich hatte die erste Runde eine 33,7, glaube ich. Und dann hatte ich in der letzten Kurve vor Startziel, glaube ich, über eine Sekunde lila Zeit. Und dann habe ich mich ein bisschen verhauen. Da wollte auch so eine 33-0 anvisieren. Dann muss ich ja vom Platz 8 starten. Und ja, am Anfang war schon ziemlich tricky. Dann habe ich bei der ersten Überrundung fast einen Herzstillstand gehabt. Ach ja, das haben wir das drin war, gehabt. Das haben wir gesehen. Auch im Stream. Das war, glaube ich. Da habe ich ehrlich gesagt mein Rennen schon zu Ende gesehen. Ja, das war, glaube ich. Wer hat einen Totalschaden? Das war, glaube ich, die Szene, wo Sir Goliath so ein bisschen weit über den Körb kam und da hat es ihm auf einmal das Heck rumgerissen und dann kam er quer über die Fahrbahn. Das war, glaube ich, die Szene. Ja. Und da gab es dann auch einen ziemlich ordentlichen Crash zwischen ihm und Torge, also JV, mit Motorschaden. Ja. Klar, Fahrzeug kannst ja dann in dem Moment nicht mehr bändigen. Zum Glück nicht noch mehr passiert. Ach, war es der Derryman mit dem. Beim Nick? Ich weiß gar nicht mehr, aber da war ich wieder ich was. Schon. Ja, das war Derryman. Ach ja, stimmt, da war auch was. Derryman hatte eine ähnliche Situation, ne? Der kam auch über den Körb und dann, da ist er auch quer. Im Infield war das, ne? Ja, genau. Ja, dann war das Derryman und Nick, genau. Wir hatten aber eine ähnliche Situation nach Startziel in dieser Links-Rechts-Schikane, wo es da während einer Überrundung zu einem Rutscher kam und da hat es dann auch ordentlich noch gekracht. Da hatte Steve ja richtig Glück gehabt. Da hat mich richtig schwer gehabt. Da warst du dann involviert fast, ne? Genau, ich hab's hinter Steve noch gesehen. Ich denke, aber nochmal durchgerutscht da. Ja. Das war. Ja. Aber die beiden hätten auch zurückstecken müssen. Ja, die waren gerade selber, im Zweikampf, ne? Platz 10 und 11. Und dann kam zusätzlich noch die Überrundung da in der Nachstadtziel. Ja, das war schon. Wurde dann eng, sage ich mal auch. Ne? Da muss man ja auch gucken, wie sortiert man sich da ein. Ne? Wenn man selber im Zweikampf ist und von hinten kommen gerade zwei andere an, die überrunden wollen, das ist schon, weiß ich nicht, also ja, kann ich mir selber vorstellen, dass das echt schwierig ist. Ne? Sowas stecke ich persönlich immer wieder zurück, wenn ich sehe, okay, da kämpft ein 2 Grad, aber dass dann vor dir noch ein Dreher ist, sowas rechnen sie dann eigentlich nicht. Das ist schon eine Wahnsinnssituation, haben wir auch so noch gar nicht gesehen. Ne? Also das war wirklich actionreich, auch wenn es jetzt schade ist, dass es da zu einem Unfall kam. Aber für die Zuschauer, fürs Zuschauen war es natürlich richtig, wie soll ich sagen, hier Action mit Fiebern, ne? Das war schon Wahnsinn. War schon Wahnsinn auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall noch eine Lanze für den Jan brechen. Also der jetzt hier nicht mit drin ist, aber ich habe mit Jan auch trainiert und ich weiß, was der für Zeiten geben kann. Ja. Er hat natürlich extrem unter den 3% gelitten, ne? Also, ja.
als Pet-Fahrer noch dazu, der war am Ende, der war durch. Also ja. In den Testrennen, die wir zusammen gefahren sind, war der also oft vor mir. Ohne die 3% hätte das, glaube ich, anders ausgesehen. Ja, ich habe das auch gemerkt. Also selbst ich konnte, hat er gesagt, mach vorbei, weil er konnte das nicht halten, dass ich hinter ihm bleibe. Also das hat man deutlich gemerkt, auch gerade die Aufwärtspassage Richtung Startziel. Mit mehr Gewicht, ich hatte noch ein bisschen mehr Leistung, gut, Auto schwerer, aber da habe ich es ganz krass gemerkt, also da habe ich richtig gut gemacht. Ja. Lief auf jeden Fall blendend, der Streamchat hat dich schon gefeiert während des Rennens, haben schon viele geschrieben, geile Leistung Chris und so weiter und so fort, wirst du vielleicht sehen, falls du das Video nochmal anguckst, da sieht man ja auch immer den Chat, wer da was geschrieben hat. Bestimmt. Die haben ordentlich mitgefeiert. Ja, grüß dich, Patrick. Wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen und Na, alles fit. Ja, Patrick ist auch am Start. Jetzt eine coole Entwicklung gewesen, die letzte Zeit. Auf jeden Fall, war echt Wahnsinn. Der Sträuch hat er wieder vorne gemogelt. Ja, erst habe ich so gedacht, Schulle wird eine Nuss. Aber das ist hier und da, wie gesagt, man hofft dann auch auf Fehler und es kam mir ein bisschen zugute und erst. Ich habe gemerkt, wo meine Reifen runter waren, da kam Schulle auch deutlich wieder ran. Und dann hatte ich eine Sekunde gut gemacht pro Runde dann, ja. Ja, richtig. Dann hatte ich neue Schluffen drauf. Dann habe ich wieder gemerkt, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen absetzen. Also das war nicht schlecht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hätte ich den, ich glaube in der ersten oder zweiten Runde, wo ich den Frontschaden hatte, wäre der nicht gewesen, dann hätten wir uns da zu dritt noch jetzt zum Ende getummelt, also Steve und du, meine Wenigkeit. Ich glaube, das wäre auch schön gewesen, aber war halt nicht so. Also, aber trotzdem geile drin. Auch mit Jan hatte ich schöne Fights gehabt, über mehrere Runden. Bloß, man hat dann halt gemerkt, die Reifen haben bei ihm halt durch das Gewicht mega gelitten und da konnte ich mich dann absetzen. War dann zu sehen anhand der Zeiten bei mir jedenfalls. Ja, ich hatte mich bei dir schon ein bisschen gewundert, dass du nicht, ich hätte erwartet, dass du ein bisschen früher an die Box fährst mit dem Schaden. Aber da wolltest du wahrscheinlich deine Strategie nicht zerhauen, nehme ich mal an, ne? Also wir haben, wie gesagt, wir haben in der Partie gequatscht und Maverick war bei uns mit drin und sagt, fahr eine Box. Ich sage, nee, das zerhaut die Strategie. Ja. Ich versuche jetzt so lange wie möglich noch irgendwie an der Spitze dran zu bleiben und verliere dann natürlich in der Box die 4 Sekunden Reparaturzeit. Mhm. Aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ansonsten wäre der Jan und vielleicht wäre der Dino noch an mir vorbei nach dem Rennen hier. Ja. Also ich glaube, ich habe alles nach dem kleinen Unfall richtig gemacht. Passt auch. Also du hast alles richtig gemacht, Schule. Ja, also konstant bin ich gefahren. Also von daher, das auf jeden mehr Fall. War nicht drin. Ja, und da die ersten drei jetzt auch so extrem konstant unterwegs waren, blieb da natürlich dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwie noch gefährlich ranzukommen. Sag ich mal, zwischendurch ist mal der Abstand ein bisschen geschrumpft. War es mal so bei 20 Sekunden, dann war es mal wieder bei 17 Sekunden zwischenzeitlich und so. Aber es ist dann wieder, hat sich dann so wieder bei 18, glaube ich, später wieder eingependelt. Irgendwie so, ungefähr. Trotzdem hat es mega Fun gemacht und auch hervorheben nochmal unser Krabbel, der, wie ich gerade sehe, auf Platz 7, der Hund. Ist auch sehr konstant da gefahren im Mittelfeld. Sauber, sauber. Auf jeden Fall. Und Start. Ja, Glück kann man sagen. Ja, Patrick, was war los? 9. Platz für dich was am heutigen Abend. aber... Es war seit 4 Monaten das erste Mal wieder Gran Turismo, dann das erste Mal mit Fahrradheck, dann hat sie mal Pedale gerutscht. Also. Oh je. Und dann noch das Zittern, ob die Internetverbindung hält. Du hattest ja vorher diese Wartungsarbeiten Internetausfall, hast du gesagt, ne? Bei euch in der Siedlung? Telekom hat dir Brief geschickt, und dass die jetzt hochgehen am Freitag oben, die Vollidiote. Dann hat es aber noch gerade so gepasst. Wann ging dein Internet wieder? War relativ kurzfristig. 10 vor 9. Siehst du, war relativ kurzfristig noch, ne? Kann man sagen. Ja. Ja, nee, Gott, ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem Lamborghini, bin ich ja auch noch nicht gefahren. Ah, okay. Also ich hatte das Auto, musste ich mir heute Mittag, habe ich mir es noch gekauft. Ja gut, dann blieb nicht mehr viel Zeit zum Üben, ne? Da bist du ja mit Platz 9 gut bedient, ne? Wenn du da das erste Mal mit Fanatec fährst und dann... Am Schluss bin ich immer schneller geworden, am Schluss habe ich auch niedrige 2-3er Zeiten gefahren. Ja. Ja, das ist ja schon top, die niedrigen 32. Ja, dann hatte ich auch noch den Andrea gehabt.
Das hat mich 10 Sekunden gekostet und dann noch ein Inschlag mit 6 Sekunden Reparaturkosten. Ich glaube, relativ am Anfang war das auch schon, ne? Wo du dich einmal weggedreht hattest mit Frontschaden, ja, ja. Relativ am Anfang, meine ich. Habe ich so eine Erinnerung. Ja. Und dann nochmal, glaube ich, Runde 28, 29 hatte ich dann den Frontschaden gehabt. Ah, okay, okay. Wo ich mich nochmal weggedreht habe, aber. Aber was ich so sehen konnte vom Rennen, war alles fair eigentlich. Also was wir so von außen jetzt, wir können ja nicht alles sehen, was wir einfangen konnten, sah eigentlich alles fair aus. Klar, Rennunfälle kommen mal dazu, gar keine Frage, die passieren. Jo, ich hatte am Anfang auch mit Derryman 2 Kontakte, aber da hat er anscheinend zu spät gebremst oder da wurde er nach Hause getragen und hat mich halt auch rausgetragen, weil da war ich nämlich schon auf Höhe von Krabbel, da wäre ich nämlich schon mit Krabbel vorbei gewesen. Und nach dem Raustrage hat dann Krabbel nämlich 9 Sekunden Vorsprung gehabt und das mit unserem Bob ist das schweinisch aufzuholen, wenn du so die gleiche Speed hast. Ja, das haben wir gesehen, gerade auch vorne im Feld, ne? Wie konstant das dann da war. Das ist, wenn du dumm um 9 Sekunden weg bist, dann bist du die eigentlich weg. Ja, da kannst du nur auf Fehler warten von anderen quasi und wenn die nicht machen, dann hat man halt irgendwie Pech gehabt dann, ne, letztendlich. Ja, vor dem Dreher habe ich dann halt nochmal gepusht, dann war ich bis auf 4,5 Sekunden auf Krabbel droh. Ja, und dann war halt die Reife relativ runter. Und dann war halt der Dreher und dann war's rum. Ja. Hauptsache es hat aber Spaß gemacht, ne? Darum geht's. Auf jeden Fall. Nächste Woche geht's ja auf Nürburgring GP weiter, ne? Meines Wissens. Saisonfinale sogar, ja. Saisonfinale. Ja, ich glaube rechnerisch von den Punkten weiß ich jetzt nicht, ob von der Teammeisterschaft, ob wir da nochmal. 13 Punkte Vorsprung haben die Hornets vor dem Bulls. Okay, also rein rechnerisch möglich. Rein rechnerisch möglich. Okay. Also, Kampfansage Bulls. Ja, ist akzeptiert. Wir haben da gucken, was los ist. Warte ab. Ich weiß, Nürburgring ist doch deine Lieblingsstrecke, Schulle, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Oder eine. Ich glaube, der Nick hat schon gesagt, er würde gerne nicht fahren, wenn ich mich nicht irre vorhin. Also wird wahrscheinlich der Maverick und der Schulle fahren am kommenden Samstag. Nächste Woche Samstag. Ich finde, ihr beide solltet auch mal zusammenfahren. Ja, kriegen wir auch nochmal hin. Solange er nicht wieder auf Toilette geht zwischendurch. Ja, nee, ich wollte jetzt. Ich wusste, wir machen noch ein Interview, dachte ich, komm, gehst du nochmal pullern. Achso, du meinst den Schulle. Ich dachte, ich fahre eben auch kurz im Stream pullern, deswegen. Nee, ich mein Schulle. Achso, ja, der Schulle kann das auch. Am 35. Minuten habe ich es eigentlich ja nicht mehr ausgehalten, Alter. Ich hab hier immer im Sitz rumgezappelt, Alter. Scheiße. Ich konnte nicht mehr. Demnächst müssen wir Pinkelpausen, da müssen wir mal auf Pause drücken oder so. Nee, geht ja nicht. Pause, Schulle muss pullern. Safety Car. Alle mal, genau, Safety Car, eine Runde Safety Car. Autopilot. Ja, genau, alle in Autopilot, Pinkelpause, ne? Ja, ist ja so, ne? Nee, Schulle ist doch an der Quelle, der bringt uns, der besorgt ein paar Enten, verschickt die per Post und alles ist gut. Die Ente ist altmodisch, dann kann der Johnny Wee. So, Tüte mit Granulat, da kannst du deine Ecke schmeißen. Oder so, ne? Das ist auch eine Idee. Nick, Fenster auf und ab geht's. Ja. Hier muss ich noch was fertig machen, also du kriegst noch mal eine extra Lacke, ne? Okay. Den Meisterlack. War auf jeden Fall schön anzusehen, die neue Lackierung, haben wir auch gesagt, von den AMGs, wie in Hornets. Ja, hat er gut gemacht. Sieht gut aus. Ja, beim Schuller hat es nicht so gut ausgesehen. Was? Sagst du, dass deinem Auto hat so schwer aus für die Lackierung? Ich hab dich mehrmals gesehen auf der Strecke, immer wenn ich dich wieder überrundet habe. Dein Auto war auch nicht so schick. Ja, Nürburgring schießt sich das ab, mein Lieber. Rennleitung, ach, ich bin ja die Rennleitung. Oh, du darfst gar nicht fahren. Ja, aber Moment. Aber ich beurteile die Rennunfälle, also. Ja, aber. Pia hat keinen Fehler gemacht, das war alles Schule, sein Fehler. natürlich nicht. Nee. Ja, Leute, wie gesagt, war auf jeden Fall alles Rennen. Auf jeden Fall. Highlight. Gut, Männers, ich mach den Stream mal aus. Party können wir, wenn wir noch was, mache ich schon mal aus. Also danke fürs Zuschauen und ja, nächste Woche geht's weiter, ne? Würde ich sagen. Jetzt wird fleißig trainiert hier in Nürburgring GP, ne?
Also tschüss an alle Zuschauer und danke nochmal an Rainer für dein Kommentieren heute Abend. Hat Spaß gemacht. Ja, kein Problem. Ja. Danke Rainer. Super Rainer. Ja, perfekt. Ich sag mal tschüss an den Streamchat. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.